Am Samstag war die schönste Veranstaltung des Jahres für mich und vielleicht auch noch für viele andere. Mhm. Der ESC. Habt ihr ihn geschaut? Ich möchte zwei Sachen dazu sagen. Erstens, ich verachte den ESC mit jeder Faser meines Körpers. Ich finde das nervig. Ich finde, das ist eine einzige große Geldverschwendung. Ich finde es lächerlich. Die meiste Musik, die da gespielt wird, finde ich furchtbar. Und ja, ich habe ihn gesehen und ja, ich habe es auch sehr gefeiert. Und ich habe gedacht, das geht ganz woanders hin, als du angefangen hast. Nee, ist so. Ich muss dazugeben, dass bei mir, meine Mutter war früher sehr, sehr groß und ist sie immer noch ESC-Fan und guckt das jedes Jahr. Und ich habe mich als Kind immer zu ihr gesetzt und das dann mit ihr geguckt. Und das hat so für mich so einen nostalgischen Wert, so was Emotionales. Und ja, ich habe den jedes Jahr immer so ein bisschen mitverfolgt. Dieses Jahr habe ich tatsächlich mit meiner Freundin zwei andere Leute eingeladen. Wir haben den bei so einigen Getränken. Das ist so eine klassische ESC-Party. Ja. So ein Zusammenhocken, ein bisschen was reden, trinken und essen. Wir haben gegrillt und dann noch ein bisschen ESC geguckt. Habt ihr auch Punkte vergeben? So? Nein, haben wir nicht. So Schade. Tief stecke ich dann doch nicht. Okay. Also ich stecke nämlich, also nicht so tief, aber ich gucke es halt eigentlich schon auch, seit ich klein bin. Und ich bin auch damit aufgewachsen, auch immer mit meinen Eltern früher geschaut. Ja. Und ich habe das auch jetzt mit der Freundesgruppe irgendwie aus dem Studio, machen wir da auch immer so ein Ding draus, also dass wir dann immer Punkte vergeben. Und ich finde, es ist schon eine nette Unterhaltung. Ich finde, ich sage immer, das ist so meine WM so ein bisschen, weil es ist eine schöne Zusammenkunft von allen europäischen Ländern. Es ist aber auch immer, man kann es auf jeden Fall kritisieren, also ich verstehe all deine Punkte und auch ein bisschen, die Songs sind meistens sehr, sehr schlimm, aber man kann halt meistens drüber lachen, weil die Bühnenshow ja auch immer mega extravagant ist und sich niemand da richtig ernst nimmt. Ja. Ja. Das ist ein Guilty Pleasure. Ist ein Guilty Pleasure. Ja, absolut. Aber EM geht einen Monat. Guckst du dann auch die ganzen Vorentscheide und Halbfinals und all das? Nee, aber nur aus dem Grund, weil ich mich halt überraschen will. Und ich finde das dann immer so schade, wenn man das Halbfinale gesehen hat oder so. Ja. Dann weiß man ja die meisten Songs schon, kennt man schon. Ja, und weiß auch meistens, wer gewinnt, weil da gibt es ja dann immer schon die Munkler vorhinein. Oder auch so die Jury, die dann schon weiß, wen sie wählen. Ja. Und für alle, die da überhaupt nicht drin sind, ne, ich kann nur empfehlen, geht wirklich auf YouTube und schaut euch den Auftritt von Finnland an. Von Carrie mit dem Song Cha-Cha-Cha. Ich liebe den. Ich liebe den wirklich über alles. War ja auch der große Fanliebling und leider nicht gewonnen, was ja auch schon eine einzige Frechheit ist. Und ich war auch teilweise auch echt wütend. Ja, du fieberst dann auch mit, egal wie klar es ist, wer gewinnt am Ende. Ne, dann immer diese 12 Points to. Und egal, so, wer gewinnt, Deutschland verliert. Ja, Deutschland ist der Letzte geworden. Klassiker. Natürlich. Niemand mag Deutschland. Ja. Wolltest du denn den deutschen Song gesehen? Wie bitte? Wo hättest du den deutschen Song gesehen? Welche Punkte hättest du ihm gegeben? Boah, wir haben vorher sogar Wetten abgeschlossen und ich habe gedacht, dass wir wenigstens im Mittelfeld landen, weil ich muss wirklich sagen, dass ich den Song nicht so schlecht fand wie sonst. Also war wenigstens mal was anderes. Lord of the Lost. Ja, wirklich Lord of the Lost. Aber ich hätte auch gerne Finnland winnen gesehen, weil der Song sehr, sehr cool war und auch so voll der Banger. Und man hatte so die ganze Zeit dieses Das ist ein richtiger Banger. Ja, im Kopf. Ist also wirklich. Hört ihr den mal an, den Song. Der ist großartig. Ich liebe den. Also auch plus den Auftritt. Ich finde den ganz unironisch geil. Ja. Und bin mega sauer, dass der nicht gewonnen hat. Aber so ist das beim ESC. Nicht jedes Jahr. Also ne, da muss ich dazu sagen, die letzten Jahre letztes Jahr hat ja Ukraine gewonnen und den Song fand ich auch richtig gut. Der ist wirklich gut, ja. Genau, hat ja Måneskin gewonnen, auch eine Band, die, also ich glaube, das war mein Lieblings-ESC bisher, weil die auch wirklich eine gute Band sind und dadurch ja auch weltweite Berühmtheit erlangt haben. Und ich finde, das habe ich denen auch total gegönnt. Und der ist richtig krass gehypt danach. Ja, auch vor allem, glaube ich, auch wegen TikTok und weil das dann so ein Trend losgetreten hat, dass plötzlich alle auch aus Amerika den ESC geguckt haben. Und dieses Jahr war das erste Mal, dass auch Leute außerhalb der EU anrufen konnten. Ich glaube, das ist dann auch so ein Resultat von dem Hype rund um die Band. So Halt Geld. Uns könnt ihr auch weltweit anrufen. Ich wünschte, Jonas wäre hier. Der wird sich so aufregen und abfacken über uns und uns verachten dafür, dass wir über den ESC sprechen. Weil er so zu cool ist. Ne? Der ist zu cool für den ESC. Der guckt eher so Rap-Battles. Sorry. Feuer über Deutschland. Er ist nicht hier, um sich zu verteidigen. Ich würde Jonas gerne in einem Rap-Battle sehen. Ich auch. Gegen wen? Gegen, Bitte, gegen wen? Gegen Lenny natürlich. Gegen Lenny, kann Lenny rappen? Weiß ich nicht. Kannst du rappen? Ich kann ein bisschen rappen. Oh, hey, ist das ein große Worte. Eminem, Love the Way You Lie, habe ich mal damals auswendig gelernt mit 10 oder sowas, aber ich mache das jetzt nicht. Love the Way You Lie auch noch. Ja, weil ich halt auch primär Rihanna-Fan war und dann bin ich da so reingerutscht und dann habe ich angefangen, Eminem zu hören. Okay, das ist das Uncoolste, glaube ich, was du gesagt hast. Ja, es tut mir leid, aber ne, ich bin ehrlich. Und das sage ich nach dem ESC-Gespräch. Aber ja, Jonas ist leider nicht da, der ist drei Wochen in Rap-Battle-Tour.
auf Rap-Battle-Tour in Südamerika. Nee, der ist leider wirklich im Urlaub. Aber trotzdem, falls ihr solche Gespräche über Filme, Serien und auch über den ESC mögt, vergesst bitte nicht, dass man für uns beim Podcast-Preis noch abstimmen kann. Bis zum 28. Mai, glaube ich. Und das ist wirklich nur so ein Klick und dann vielleicht sogar noch ein Klick und das war's. Man muss sich nicht anmelden, nicht gar nichts. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir den gewinnen würden. Aber wir haben natürlich sehr, sehr starke Konkurrenz. Aber checkt mal die Shownotes oder unter dem Video, falls ihr auf YouTube hier zuguckt. Da haben wir so einen Link reingepackt, da könnt ihr so drauf touchen mit euren Fingern. Also es ist nur ein Klick wirklich, ne? Ja, es ist nur ein Klick. Genau. Do it. Do it. Do it. Du hörst einen Podcast von Funk. Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics. Und was uns sonst noch so Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf. Jonas. Xenia. Alper. Lenny. Und Marius. Ja, wir haben wundervolle Themen mitgebracht heute. Wir sprechen heute über Marvel und die Frage, ob es wieder bergauf geht für das MCU. Wir haben schwere Vorwürfe mitgebracht, die einem deutschen Filmstar entgegengebracht werden. Dann sind zu zwei Filmklassikern, die wahrscheinlich auch niemand auf dem Zettel hatte, neue Sequels geplant. Dann sprechen wir über unseren Lieblingsautor, das verrate ich jetzt hier einfach schon mal, das ist George R. R. Martin. Mhm. Der hat sich nämlich zu den Streiks in Hollywood geäußert. Und ich finde, so zwischen den Zeilen, wenn man seine Posts liest, gab es ein, zwei sehr interessante Infos auch zu Winds of Winter. Dazu kommen wir gleich. Und wir sprechen über die Starts der Woche, über Fast X und so weiter und so fort. Ja, wir haben es schon gesagt, Guardians of the Galaxy 3 hat einen okayen Kinostart gehabt, aber letzte Woche haben wir auch gesagt, dass es schlechter war als bei den ganzen Filmen der letzten 10 Jahre im MCU. Jetzt kann man allerdings sagen, der Film hat jetzt schon mehr eingenommen weltweit als Quantumania. Mhm. Das heißt, in nur 10 Tagen seit Kinostart hat der Film jetzt schon weltweit 530 Millionen US-Dollar eingenommen. Das ist eigentlich meiner Meinung nach unter den Erwartungen von Marvel und Disney. Aber es ist jetzt schon mehr als Quantumania, was ja eigentlich nur noch mal mehr dafür spricht, wie sehr Ant-Man and the Wasp Quantumania an den Kinokassen gescheitert ist. Was empfindet ihr? Ist das Schadenfreude oder ist das Genugtuung? Ist das, was ist es? Ich bin da gefühlstechnisch leer. Leer. Ich bin einfach, also weil Quantumania ist für mich halt auch so ein richtig seelenloser Film. Ja. Also diese ganze komische Kackwelt, die da aufgebaut wird, die so viele Möglichkeiten gehabt hätte. Quantum Realm. Ja, hatte so viele Möglichkeiten und dann ist es einfach, wir haben es schon oft gesagt, der Star Wars-Klon. Mhm. Relativ unkreativ, sieht nicht schön aus, wie als wäre man in eine Bonbonfabrik gefallen. Und eine Bonfabrik? Bonbon. Nicht eine Bonfabrik. Mit einer Bon noch dazu, weil es ist dann aber auch nicht so abgegangen. Deswegen, keine Ahnung, dieser Film hat so gar nichts bei mir hinterlassen. Bei mir auch. Also ich fühle mich innerlich. Ja. Nicht mal das bei mir. Bei mir war es eher so, ja, okay. Ja. Das ist schlimmer als Wut. Ne? Das ist schlimmer. Ja. Gleichgültigkeit ist schlimmer als Wut. Ja. Ich fühle mich so, wie Michelle Pfeiffer die ganze Zeit in dem Film guckt, nämlich ausdruckslos und leer. Ja, ja, genau. Das ist eine schöne Zusammenfassung. Ja. Ich muss aber auch sagen, dass ich für Guardians of the Galaxy mich ein bisschen mehr freue. Also vielleicht liegt es daran, dass ich die Filmreihe bisher immer so ein Goldstück von Marvel sowieso fand. Und ich finde, was der Film ja nochmal geschafft hat, ist, Emotionen in mir hervorzurufen. Und für eine Marvel-Produktion ist das dann schon mal ein starkes Stück. Ja. Und ich habe dann auch das Gefühl, dass ich kann mir vorstellen, dass es dann ja auch ein bisschen diese Mundpropaganda ist, die dem Film jetzt viel geholfen hat, weil viele gesagt haben, hey, der ist emotional, es geht irgendwie um so eine Thematik, die einem irgendwie nahe geht und der Film ist jetzt auf jeden Fall ein guter Watch, würde ich sagen. Also das wäre jetzt meine Kritik. Du hast ja mit Lenny schon auf dem Kanal hier drüber geredet. Ja. Und deswegen finde ich das so allgemein für Marvel, ich weiß nicht, ich hätte mich jetzt auch damit anfreunden können, wenn es jetzt auch vielleicht mal was anderes gibt, was man bespricht, weil man redet halt total viel über Marvel und es ist so ein Monopol und so. Aber trotzdem muss ich dem Film lassen, dass er jetzt wieder mir ein bisschen Spaß an Marvel-Filmen gemacht hat. Ja, ist bei mir genauso. Ging. Nee, kann ich auch nur bestätigen. Also gerade, weil zuletzt ja Quantumania, Black Panther 2 und Thor 4 ja alle ziemlich enttäuscht haben. Dann diese gesamte Phase 4 von Marvel und Guardians of the Galaxy 3 hat sich wieder frisch angefühlt und wieder, dass jemand mit einer Stimme da wirklich auch etwas erzählen möchte, was fernab von dem Marvel-Einheitsbrei irgendwie geht. Das hat mich natürlich sehr gefreut und von daher
Dennoch ist es fraglich, man bezweifelt, dass der Film die Milliardengrenze packen wird, knacken wird, also die 1 Milliarde Dollar weltweit. Und das finde ich sehr schade, weil das ja eigentlich auch ein Signal wäre an Marvel, so, das sind die Filme, bitte mach das weiter und nicht, was auch immer die, also diese anderen Filme sind. Wie damals mit Logan, als es vorher hieß, boah, nee, wir machen keine Comic-Filme mit FSK 18. Mhm. Und dann hat Logan ja relativ gut performt. Ja. Und dann hat das sich quasi mit den Weg geebnet für so Deadpool und sonst die Sachen, der jetzt nicht ab 18 ist. Ja. Aber trotzdem halt eher sich an ein älteres Publikum richtet und dass das halt als Wegweiser genommen wird, um absolut zu sehen, okay, diese Filme funktionieren, let's do this. Mhm. Ja, ja, aber vielleicht gibt es dann kein blödes Quantumania mehr jetzt. Es ist eh, also ich glaube, es ist gerade komplett offen, was mit Jonathan Majors als Kang passiert. Ne? Also es war so mein aktueller Wissensstand ist, dass man da noch das Gerichtsverfahren abwartet und dass das bei Disney aber auch gerade sehr, also man weiß nicht, was man tun soll. Ich finde das erzählt, so wie ich das mitbekommen habe. Ich finde das erzähltechnisch dabei überhaupt nicht das Problem. Also ich meine, wir reden ja jetzt hier nicht von einem humanoiden Wesen, Mensch von der Erde in den Filmen, sondern von Kang halt. Und selbst den kann man, der kann jetzt seine Figur ändern, wie er möchte dann. Und selbst wurscht, ne? Ich glaube, es geht dann schon auch um die Starbesetzung durch ihn, weil ich meine, man hat da halt so einen großen Bohai drum gemacht, auch dass er da jetzt ausgewählt wurde und er wurde ja auch schon so sehr besprochen und seine Performance wurde gelobt. Und ich glaube schon, dass das jetzt ein Ding wäre, wenn man ihn halt aussetzt. Ich glaube, Leute machen immer so einen riesen Wirbel darum, Figuren neu zu casten, dass es immer so ein riesen Debakel wäre. Aber wenn diese neue Person auch einfach talentiert und fähig ist und da gut reinpasst, dann ist das, glaube ich, einfach immer grundsätzlich möglich. Die Diskussion zu Alfie James, die James-Bond-Reihe. Also, James-Bond-Reihe. Jedes Mal wird bla diskutiert darüber und ja, es wird immer gemeckert. Und hier glaube ich, weil Jeff Mass war jetzt nicht so groß vorher, also jetzt nicht so der Riesenstar und ich glaube, da sind genug Leute, die ihn gut ersetzen können. Ist jetzt nicht so, als hätte man irgendwie jemanden, der seit 20 Jahren im Business ist. Ja, das stimmt. Also ich fand ihn in diversen Rollen mal gut, was er so abgeliefert hat, aber einfach austauschbar. Ja, aber ich meine, selbst wenn du, okay, da war es natürlich, da lag es natürlich an dem Tod von Richard Harris, aber auch eine Figur von wie Albus Dumbledore wurde doch neu gecastet und es funktioniert. Also klar ist das da natürlich aus einer Notwendigkeit heraus. Ja. Aber trotzdem, also ich glaube, es ist möglich. Ich habe, wie viele Darien, also es gibt zweimal Darien Harris in Game of Thrones. Beric Dondarrion wurde neu gecastet, Tommen wurde immer wieder mal neu gecastet. Hat man ja so drauf geschissen, dass es optisch überhaupt hat überhaupt keine Rolle gespielt. Den anderen Typ, der sieht ganz anders aus. Ja, und es juckt doch keinen. Also es gibt dann so wahrscheinlich einmal diesen Moment, dass man sagt, okay, das ist jetzt der. Okay, und fertig. Ja. Ich kenne Leute, die da aber bei Dario und Harris immer verwirrt sind, weil die auch sehr unterschiedlich aussehen natürlich. Ja, ja. Die Verwirrung ist klar, aber. Aber klar, natürlich habt ihr recht. Also es geht ja dann auch tatsächlich um die Performance des Schauspielers oder der Schauspielerin und nicht um irgendwie, ne, dass die Person genau identisch aussieht oder sowas. Weil ich finde aber bei riesigen Franchises, die dann halt 10 Jahre gehen oder sowas, dann kannst du ja auch nicht immer sicher gehen, dass die Person auch, ne, was mit der passiert oder so bei Albus Dumbledore zum Beispiel, wenn du da 15 Jahre drehst. Also. Absolut, ja. Total, das weiß man nicht. Ich wollte auf jeden Fall auch noch darüber sprechen, dass Disney zuletzt im zweiten Quartal heißt es, also jetzt könnte man sagen, zweites Quartal ist ja April, Mai, Juni, aber es geht da um die Zeitrechnung von Disney quasi. Die Zeitrechnung von Disney, als hätte von Disney. Ne, einfach so, nur Magie und Glitzer. Vor und nach Walt Disney. Ding, ich bin geboren im Jahr 17 nach Walt Disney. Oh Gott. Eine durchkapitalisierte Welt. Was haben wir da? 89? Ja, im Sternzeichen Ariel dann. Ja, ich bin Sternzeichen Donald Duck, ja. Nee, Ariel kam 89 raus, also. Ja. Bist du Ariel. Aber Sternzeichen ist so nach Monat. Wir müssen so gucken, welcher Film ist in welchem chinesischer, keine Ahnung, Kalender. Wir müssen gucken, welchen Monat welcher Film rausgekommen ist und dann bist du Sternzeichen Mickey Mouse oder Sternzeichen Pluto oder so. Kam in deinem Geburtsjahr aus? Ich glaube Atlantis. Oh Gott. Tatsächlich. Mhm. 1999. Ich habe keine Ahnung. Also bei dir weiß ich, dass Ariel ist. Aber vielleicht was auch 2000. Ich weiß es gar nicht, was bei mir rauskam. Naja. Auf jeden Fall hat Disney Plus in diesem zweiten Quartal von Disney 4 Millionen Abos verloren. Das ist doppelt so viel wie in dem Quartal zuvor. Also es steht wohl so im Raum, dass sehr viele Leute scheinbar Disney Plus kündigen. Dabei, das muss man sagen, das war mir auch gar nicht so bewusst, mittlerweile hat Disney fast genauso viele Abos weltweit wie Netflix. Also das nimmt sich überhaupt nicht mehr viel. Es sind 232 Millionen gegen 231 Millionen. Die haben ja aber auch halt das fette Filmangebot inzwischen, seit die da diese Stars eingeführt haben und natürlich alle, so gut wie alle Filmproduktionsfirmen aufgekauft haben. Ja. Ich glaube, dass die Verluste haben ja auch hauptsächlich mit diesem indischen Ableger zu tun. Also, dass Disney Plus das verloren hat, weil ich glaube, die haben wiederum die Rechte
an dem Streaming von der Premier League oder sowas verloren, also so Sportangebote, und deswegen gab es da viele Millionen Abos sind darüber verloren. Ja, und das ist dann schon krass, finde ich. Also auf der anderen Seite sagt man aber auch, dass es daran liegen kann, dass es keine neuen Produktionen gibt auf Disney Plus von den großen Namen wie Marvel oder Star Wars. Also da muss man sagen, dritte Staffel Mandalorian war ja das letzte, aber die Staffel hat auch am wenigsten Einschaltquoten bekommen und auch die schlechteste Kritik bisher, also wenn man das vergleicht mit den vorherigen Staffeln. Ja, und da könnte man dann schon überlegen, ob das dann an dem Streaming-Anbieter, also ob der Abwärtstrend jetzt weitergeht. Ja. Ja, ist halt so. Haben die nicht auch die Preise angezogen, nicht vor allzu langer Zeit? Also nicht nur Disney, sondern alle haben ein bisschen an der Preisschraube. Netflix hat ja ganz populär in der Preisschraube gedreht. Mhm. Und ich glaube auch, dass viele Leute bei gerade so vielen Angeboten halt auch wirklich sehr selektiv sind und sagen, boah, nee, gibt's nichts Neues. Meine Lohn hat mich jetzt nicht so packt. Ich deabonniere das jetzt. Erstmal für 2-3 Monate, bis Ahsoka kommt oder sowas. Solange sie nicht den DAZN-Move machen. Wisst ihr, was DAZN gemacht hat eigentlich? Mhm. Außer bei Creed 3. Ihr seid beide keine Sport-Fußball-Fans. Leider nicht. Ich glaube, das hast du schon mal erzählt in dem Podcast, aber wiederholt gerne nochmal. Also die Kurzfassung ist, dass DAZN mal vor Ewigkeiten 5 Euro gekostet hat und dann irgendwie dann stetig gesteigert wurde auf 10 Euro, was halt auch noch völlig okay war für das Angebot und den Service. Und dann haben sie von 10 auf 30 Euro im Monat erhöht. Aber ist das, liegt das an den Sportrechten wahrscheinlich, oder? Ja, also woran es auch immer ist, liegt es halt einfach natürlich scheiße. Ich habe keine Ahnung. Ich sage das jetzt hier auch nur als Consumer. Ne? Ich habe das jetzt hier auch nicht vorbereitet, irgendwie, woran das liegt. Ich kann es dir nicht genau sagen. Aber ich kann dir sagen, dass es ein Interview gab mit dem Gründer von DAZN, der mal in einem Interview wirklich gesagt hat, wir möchten auch nicht wie irgendwie andere Plattformen werden, die Leute mit 5 Euro im Monat locken und dann irgendwann 20 oder 30 Euro im Monat kosten. Und genau das ist aber passiert. Und das Lustige ist, und das erfüllt mich immer wieder mit Freude, bis heute, und das ist wirklich Jahre her, dass es passiert ist, ne, 2 Jahre oder sowas, noch bis heute gibt es in den Kommentaren wirklich einen Gag nach dem anderen bei DAZN-Videos, dass das zum Beispiel irgendein Spieler rennt unglaublich schnell, ne, das ist der schnellste Sprint im Fußball ever, und du guckst das Video dazu und das ist der Top-Kommentar, aber trotzdem ist er nicht so schnell wie die Preissteigerung von DAZN. Und irgendwie solche Gaps gibt es halt dauernd. Das ist herrlich, Ich glaube aber, ich kenne das nur von Leuten, die ja auch Fußball gucken, als das halt eigentlich alles noch, früher hat man ja irgendwie alles bei Sky geguckt anscheinend. Fußballtechnisch. Und dass man, wenn man alles gucken wollte, irgendwie so 50, 60 Euro im Monat bezahlen musste für die ganzen Pakete, wenn man den ganzen Sport, also nur Fußball gucken kann. Ja. So, what the fuck? Ja, es ist also gerade im Fußballbereich, da kann ich sagen, da ist natürlich Online-Piraterie einfach riesig, so Streams. Und du brauchst ja, also du bist ja nur eine Google-Suche davon entfernt, so ein Fußballspiel gucken zu können. Und dann beschweren die sich immer wieder darüber, dass so viele Leute das alles illegal gucken. Ja, aber du kannst halt, das war ja mal das Schöne bei DAZN, dass du so eine Plattform hattest, die relativ viel abgedeckt hat. Jetzt so. Verteilt sich das auch und wieder, und das verteilt oder? Sich richtig krass. Also Amazon wirklich. Hat doch auch Fußball live hat auch oder sowas. Champions League zeigen dir das Dienstagsspiel immer. Ja, also das ist irre, was du alles haben musst, wenn du Fußballfan bist. Und das ist gerade, wenn du vielleicht was Spartigeres gucken willst. Ja, ne? Also total. Jetzt, du meintest ja auch mal, dass du Fan bist vom türkischen Fußball, oder? Ja, das bezahle ich halt immer noch. Ja, okay. Wo gibt's das? Interessiert sich wirklich? Wir wissen, wo kriegt man denn so anderen Sport? Also, hat man nicht in den USA so ESPN oder sowas für so allen Sport? Ja, also lustigerweise hat mich auch Jonas mal in einem Podcast gefragt und da habe ich auch schon gesagt, das heißt Digitürk Play und dafür zahle ich ca. 100 Euro im Jahr. Okay. Und dafür, damit kann ich immer in den türkischen Fußball gucken, warum auch immer ich mir das antue. Ja. Aber muss sich ja lohnen. Aber ja, und trotzdem, also auch wenn ich dann irgendwie, ist es irre, was man alles zahlen muss. Mhm. Ne? Sport 1 eigentlich noch? Hieß ja früher die Frage. Keine Ahnung. Aber das ist halt immer das Problem, wenn du dann einfach nicht mehr so, wenn es immer eine Plattform mehr gibt und du dann auch noch das brauchst und auch noch das und auch noch das und auch noch das und du den Überblick verlierst und ich habe irgendwie seit 8 Monaten gefühlt oder so eine Subscription, also ich sag jetzt nicht die Website, aber die ich mir aus Versehen gemacht habe, weil ich irgendwie was recherchiert habe für eine Hausarbeit und die buchen mir jeden Monat 10,99 Euro ab und ich kann es einfach nicht kündigen und das ist so schlimm. Ich habe da wirklich 5 E-Mails oder sowas schon hingeschrieben, aber niemand antwortet mir. Das ist ganz schrecklich. Da kannst du aber, glaube ich, sogar in irgendeiner Form wahrscheinlich rechtlich dagegen vorgehen. Ja, wahrscheinlich. Ich glaube, ich muss auch einfach nur mal. Ich glaube, das Problem ist eher, dass du keinen Bock hast, oder? Ja, so, es ist dann immer so ein bisschen dieses, oh, aber jedes Mal so ein Stich jeden Monat, wenn ich die E-Mail kriege von PayPal. Ich hatte mir bei Amazon ein paar Kanäle dazu gebucht gehabt, aber ich habe einfach keine Zeit gehabt, die zu gucken. Da haben wir so jeden Monat pro Kanal 10 Euro verschlungen. Ich so, okay, Zeit zum Kündigen. Es ist ja, es gibt ja, ich weiß nicht, ob es das auch schon in Deutschland gibt, aber es gibt ja so einen Anbieter, der
der genau das für dich überprüft und auch für dich kündigt und so. Das ist so eine Plattform, da trägst du alles ein, aber ich glaube, du musst denen auch irgendwelche Rechte überschreiben. Ich weiß es gerade nicht, ich habe das auch noch nie benutzt. Aber dann kannst du da relativ einfach mit so einem Klick kannst du dann Sachen auch abbestellen und so weiter. Und die kündigen das für dich und sagen, geben dir dann auch Tipps und sagen dir, ey, du bezahlst das, guckst du das noch und so weiter und so fort. Sowas brauche ich, glaube ich, mal. Ja. Gibt es auch sowas, wo man dann beim Arzt Termine machen kann, so irgendwie, die dann für dich anrufen, so eine KI? Gibt es das? Ja. Ach, krass. Also, konnte das nicht, jetzt für die Werbung, also das ist Google. Google kann für dich, meine ich, wäre es Google gewesen, Anrufe abtätigen und dann wirklich auch Gespräche führen und sagen, hey, ich hätte gerne Arzttermin oder Arzt oder sowas. Okay, also, das, was du brauchst, wirklich ein persönlicher Assistent oder eine Assistentin, die für dich all den Scheiß übernimmt. Ja. Hoffentlich. Okay, nicht. Google, buch mir einen Arzttermin. Ja, und vielleicht würdest du ja dann auch, weißt du, wer auch Assistenten hat? Til Schweiger? Ja. Die Frage ist, was war es denn? Ja. Viele von euch werden es auch schon mitbekommen haben. Es gab einen Spiegelartikel vor einiger Zeit, vor 1, 2, 3 Wochen, über Til Schweiger und seine, Arbeitsweise am Set, unter anderem von Manta Manta 2. Da haben viele Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen berichtet, dass es Schikane gab und auch Alkoholmissbrauch am Set. Und jetzt hat die Konstantin-Film, die mit Til Schweiger Film dritt, unter anderem Manta Manta 2, eine externe Untersuchung angeleiert und die haben eine unabhängige Kanzlei beauftragt, den ganzen Bums, der da passiert ist, mal zu untersuchen. Und das hat so ein bisschen für Wirbel gesorgt. Es haben sich diverse Leute geäußert, zum Beispiel Nora Tschirner hat auch was auf Instagram gepostet vor 1, 2 Wochen dazu, wie die Lage in der deutschen Filmbranche so aussieht und dass da Leute ziemlich ausgebeutet werden. Mhm. Ja. Traurig, falls es stimmt, aber trotzdem wirklich sehr traurig. Hast du zu welchem Kopf, was Nora Tschirner da sich, was sie gesagt hat zu? Weil ich meine, sie hat ja viele Filme gedreht mit Til Schweiger. Mhm. Sie hatte, glaube ich, gesagt, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte, dass das ja sozusagen keine Neuigkeit wäre, wie die Zustände wären in der Filmbranche. Also sie hat darauf so ein bisschen verwiesen, dass das nichts Neues ist, was man ja immer wieder hört, glaube ich, in solchen Kontexten. Das war ja damals bei Harvey Weinstein auch immer so ein bisschen der Impetus, so man hat es gewusst. Man hat immer Witz drüber gemacht, aber Und hat dann aber auch trotzdem gesagt, dass sie ja mit ihm Coco Vell und so weiter gedreht hat und dass sie da immer keine schlechten Erfahrungen gemacht hat. Also das war so ein bisschen Sie hat aber auch gesagt, dass sie schon mal darauf hingewiesen hätte und ich zitiere sie mal, ich habe hier gerade schnell ein Zitat von ihr gefunden. Ich muss ehrlich sagen, ich habe da keinen Bock mehr drauf, weil das ist für jeden in der Branche seit Jahrzehnten, bis auf einige wirklich wenige Sets, ein absolut offenes Geheimnis, dass diese Zustände herrschen. Ja. Ja. Und ja, also es ist tatsächlich so, wir haben ja auch mal die eine oder andere Sache gedreht, zum Beispiel World of Westeros haben wir ja vor, 4 Jahren gedreht oder so. 4 Jahren oder so. 5 Jahre gedreht mit Set und sowas. Und das ist tatsächlich so, dass viele Leute auch davon ausgehen, so von wegen, wir ballern jetzt hier auch Überstunden am Set. Also ich kann auch sagen, bei uns gab es das nicht. Ja. Da haben wir tatsächlich drauf geachtet. Aber ja, tatsächlich ist es so typisch Medienbranche. Ja, Überstunden, das ist doch muss klar, sein, das muss sein. Also wenn du hier nicht 18 Stunden am Tag arbeitest, dann ist hier Ende. Und das trägt sich so weiter, ne? Wir haben gestern, und genau das habe ich ja in meinem Video gestern auch thematisiert, das auf YouTube online gegangen ist, da habe ich darüber gesprochen, warum ich Fast X nicht besprechen möchte. Und da ging es null darum, dass ich irgendwie die Fast and Furious-Reihe hasse oder so, auch wenn ich jetzt wirklich kein Fan davon bin, aber da ging es mehr darum, so wie halt mit uns und anderen YouTube-Kanälen und Zeitungen und den ganzen Medienvertretern halt umgegangen wird, um diesen Film vorab sehen zu können und dann Zeit zu haben, den zu besprechen. Das wird halt einfach immer krasser. Und da spreche ich auch in einem Video darüber, dass halt, dass sowas halt leider in der Medienbranche oft einfach davon ausgegangen wird, dass es der Standard ist. Und das finde ich bedauerlich und ich hoffe, dass es immer endet. Es trägt sich halt so weiter, ne? Von der Produktion an bis hin zum Kritikzeitpunkt wird dieses erwartet, machst halt Überstunden, Freizeit, scheiß drauf, ne? Ja. Ich glaube, zusätzlich dann ja auch noch, was da ja auch noch mal ein bisschen mit aufgedeckt wird vielleicht, ist ja dann auch dieser Machtmissbrauch oder so, der dann stattfindet, wenn du Personen hast, die dann wegen ihrem Namen oder sowas
einfach bekannt sind und dann automatisch einfach so eine Hoheitsstellung haben oder sowas am Set, ne? Also wie jetzt zum Beispiel Til Schweiger in dem Fall. Ja, wer, da muckst du ja nicht auf, wenn du jetzt keine Ahnung, du bist irgendwie da Setrunner oder sowas. Genau, Setrunner, also das ist dein erster Job oder sowas und dann kommt das ein Til Schweiger, da sagst du ja nicht, nee, Til, du kannst mich mal. Und ich glaube auch, dass ja Til Schweiger als Person ja auch schon jemand ist, der viel einnimmt mit seinen Filmen und dann ja auch viel gefördert wird. Und da gibt es jetzt auch zum Beispiel Petitionen, die sagen, hey, wir wollen nicht mehr, dass Til Schweiger da so viel Förderung von der Filmförderung unterstützt wird. Das finde ich übrigens mega witzig, was Claudia Roth dazu gesagt hat, die Kulturministerin. Ich zitiere sie, ich fand das wirklich auch, also witzig, wirklich witzig. Vermeintlich künstlerische Genies stehen nicht über dem Gesetz. Ich finde, dieses vermeintlich ist so Comedy-Gold darin. Vermeintlich künstlerische Genies stehen nicht über dem Gesetz. Also da steckt, finde ich, so viel Wahrheit drin, aber halt auch so eine sehr, sehr starke, so ein Seitenhieb auf Til Schweiger. Ich, ihr habt Manta Manta 2 ja zum Glück nicht gesehen. Also der zweite Teil heißt der auch. Der zweite Teil, der Film, auf die Nation 30 Jahre gewartet hat. Ich habe ihn ja mit Lenny angeschauen dürfen. Und ich muss mir ganz ehrlich sagen, das ist hier wieder ein ganz anderes Fass, wieder die Filmförderung. Mhm. Aber dieser Film ist handwerklich unter aller Kanone. Also man kann über die Story und das Niveau, ist eine andere Baustelle, aber dieser Film ist voller filmtechnischer Fehler und das kann man nicht schönreden. Was heißt das? Kannst du mir mal ein Beispiel geben? Also zum Beispiel, du siehst eine Person reden, von vorne siehst du sie und dann gibt es einen Umschnitt nach hinten. Und du siehst eindeutig, dass die Person gerade nicht redet. Sie steht einfach da, und aber die gleiche Tonspur läuft wieder. Und dann wird zurückgeschaltet und gibt es einen Rücksprung wieder und der Mund ist zu, der Ton läuft. Hui. Es gibt Anschlussfehler. Die Person steht, das passiert ja in Filmen durchaus mal, ne? Ein Anschlussfehler heißt, die Person steht links zum Beispiel, es gibt einen Schuss, Gegenschuss, und auf einmal steht sie rechts oder sowas. Ne? Das passiert, aber das passiert am laufenden Band in diesem Film. Und es ist wirklich ganz, ganz schlimm. Und dieser Film, wenn ich richtig informiert bin, ist mit mindestens 1,2 bis 4 Millionen Euro gefördert worden. 4 Millionen Euro für handwerklich schlechte Scheiße. Für Manta Manta, der zweite Teil. Und dann auch noch halt unter diesen Bedingungen zu arbeiten. Und wahrscheinlich, lass mich mal. Aber das Traurige ist ja auch, dass der Film auch erfolgreich war, ne? Ja, die also, Leute, die Leute gehen ja rein und ich denke mal dann auch, dass das ist, ne, dieses handwerkliche fällt dann vielleicht auch nicht so auf oder so. Ich glaube, so Leuten, die da, ne, wie wir da irgendwie mit arbeiten und damit zu tun haben, natürlich mehr als jetzt vielleicht ein Manta-Manta-Fan, der da jetzt irgendwie schon damals in den ersten Teil gegangen ist und den irgendwie mochte. Aber ich meine, das Inhaltliche, da hast du jetzt ja noch gar nicht drüber geredet, aber Lenny hat mir ein bisschen was erzählt. Was erwartet man von einem Film, der eine Kritik von ChatGPT auf das Poster packt? Also der Film ist wirklich Schmutz. Das kann man einfach nur so sagen. Also wirklich auch so. Hast ihn. Das ist wirklich abgrundtief Kacke. Also muss ich ganz ehrlich sagen, sorry, aber das ist einfach so, das ist keine mehrere Millionen Euro wert gewesen. Das ist so, wie als hätte jemand einen Fanfilm gedreht und Til Schweiger packt so alle seine Buddies da rein und es hat so ein, keine Ahnung, ich will jetzt nicht dieses Riesenfass aufmachen, aber es ist so, ja, ich krieg die Filmförderung, ich mach, was ich will. Und ist das nicht so bei Adam Sandler gewesen, jetzt so, ja, wir drehen den Film, um an geilen Locations Urlaub zu machen, so ein Kram. Also ich weiß nicht, ob das jemals zugegeben wurde, aber das ist ja das große Gerücht, dass er so Dinge wie Grown-Ups und so dreht, um halt an Urlaubsparadiesen mit seinen besten Freunden, sind ja auch immer seine besten Freunde, die da immer dabei sind, halt einfach quasi einen bezahlten Urlaub zu verbringen. Wobei man, also ich nehme Adam Sandler da auch gerne in Schutz, das, was der so in den letzten Jahren da teilweise dreht, ist ja auch wieder schon wieder. Es ging ja auch Kino. Genau, eher um die Sache so von wegen, okay, irgendwie hat da jemand einen Fuß in der Tür bei den Filmförderungen und kriegt alles anscheinend gefördert. Ich meine, das Argument, das hier oft immer gebracht wird, es wird ja auch oft gefragt, warum finanziert die Filmförderung sowas wie Marvel-Filme und so weiter? Haben die nicht genug Geld in Hollywood? Warum müssen die nach Deutschland kommen und hier drehen? Ein Argument ist ja immer, dass diese Produktion ja auch für viele deutsche Menschen in der Film- und Medienbranche ja auch Jobs schaffen, die dann halt auch daran arbeiten und, und damit die ganz froh sind, dass sowas auch gefördert wird. Aber ich meine, das ist jetzt auch ein Film mit Til Schweiger, wo dann selbst die Kulturministerin, nämlich Claudia Roth, halt sagen muss, dass eine Filmförderung ja auch damit verbunden ist, dass man sich an geltende Arbeitszeit- und Arbeitsschutzregeln hält. Also was wird hier, das ist meine Frage, was zur Hölle fördert ihr denn bitte hier? Genau, weil ich meine, wenn du die Arbeitsplätze schaffst, aber dann ist keine geschützte Arbeitsraum ist, wo du irgendwie Menschenrechte und sowas oder da irgendwie gelten, Arbeitsrecht gilt, dann ist das... Bringt's auch nichts. Mal naiv gefragt, also wenn jetzt nicht 4 Millionen... Mal naiv gefragt, wer will für Til Schweiger arbeiten? Ja, das ist ja... mal naiv gefragt, also
wenn du jetzt nicht 4 Millionen in Manta Manta reinbutterst, musst du das Geld ja an andere Filme geben. Mhm. Arbeitsplätze entstehen so oder so. Also Leute kriegen ja so oder so Arbeit, weil es gibt ja so viele Einreichungen bei den Filmförderungen. Ja. Und ich denke mal, dass das meiste ist besser als Manta Manta 2. Ja, muss etwas wie Manta Manta 2 noch, also ich gefördert finde, werden? Also ja, in so einer Kulturförderung. Aber ich persönliche glaube, Meinung, ja, da müsste jemand kommen von der Filmförderung und das nochmal abnehmen und sagen, oh, sorry, nee. Mhm. Aber meint ihr nicht, dass dahinter eher dann auch dieser Profit steckt, damit auch Geld zu machen wieder? Weil ich meine, wenn man sich dann halt sein Repertoire anguckt und sieht, wie viel diese Filme einnehmen in Deutschland, ist es ja klar, dass man daran auch was reininvestieren will, um dann vielleicht wieder auch auf, ne, langem so, Wege, auf langem Wege ja auch wieder was einzunehmen. Weil ich glaube, die meisten Sachen, die dann sonst Film gefördert werden, sind irgendwie junge RegisseurInnen oder sowas, die dann da den ersten Langfilm so, ne, machen. So wie A24. Ich meine, also, ne, ja gut, so, das stimmt, klar. Ja. Also ich will jetzt auch gar nicht ein Argument für Til Schweiger nehmen, aber ich finde eher, dass aus mir spricht der Zynismus, dass es wahrscheinlich damit zu tun hat, dass die Filme trotzdem gut performen. Seit wann bist du Fan von ihm? Seit Kukowel. Erster Kinofilm. Ja. One Republic, der Soundtrack. Ja. It's too late. Ja, das kann Til Schweiger jetzt auch singen wahrscheinlich, zu der To Apologize. Aber habt ihr damals Freaky Friday eigentlich im Kino gesehen? Oder nicht wie im Kino. Habt ihr... Also ich war damals 4 Jahre alt tatsächlich bei dem ersten Freaky Friday. Nicht, das ist nicht der erste, das ist nicht der erste. Das ist ja dann die, ich glaube, die dritte Verfilmung von dem Buch. Es gab in den 70er Jahren auch schon mal eine. Alter Stoff, ja. Alter Stoff, der wird immer wieder neu aufgelegt. Und tatsächlich soll es jetzt ein Sequel geben zu diesem Originalfilm von 2003 mit Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis. Das ist ja, finde ich, schon so ein Klassiker irgendwie. Ja, irgendwie schon. Ja. Also ich finde, der hat so einen ganz, ganz eigenen, weirden Platz in der Filmgeschichte. Total. So, jeder kennt den und jeder hat den gesehen gefühlt. Ich finde, das ist sowas wie 10 Things I Hate About You, so ein bisschen aus dieser Ära, dieser so Rom-Coms oder auch so ein bisschen 30 über Nacht. Ne? Ja. Also so, ich mag dieses Motiv eigentlich auch voll, also dieser Körpertausch, das war ja letztens erst bei Your Name im Anime-Bereich auch voll groß. Ja. Und ich finde, dass der Film für viele, glaube ich, auch so Kindheit bedeutet. Weil man Face-Off ist auch eine berühmte Körpertauschgeschichte. Das stimmt, ja. Boah, das ist ja nur so ein Face-Off-Ding wäre. Lindsay Lohan versus Jamie Lee Curtis. Ja. Ich meine, die ist ja sowieso gerade in Revenge-Time, wenn man Halloween anguckt. Ja. Ja, aber genau für dieses Sequel sollen jetzt Lohan und Curtis auch wieder mit dabei sein und auch wieder voraussichtlich ihre Rollen als Mutter und Tochter aufnehmen. Das heißt, es ist jetzt nicht nochmal eine neue Verfilmung des gleichen Stoffes, sondern es geht wirklich um die beiden Figuren. Ja, im Freaky Friday Cinematic Universe. Ja. Was hat Lindsay Lohan gemacht? Das letzte, was ich mit ihr gesehen habe, war Machete. Und das ist lange, sehr her. Lange her. Ja, sie hat ja, achso, sagst du gerne. Nee, ich wollte wahrscheinlich genau dasselbe sagen wie du, dass sie nämlich so ein kleines Comeback feiert ja so in den letzten Jahren. Voll. Sie war ja lange weg vom Fenster, aber sie hat ja jetzt diesen Netflix-Film, wo wir im Jahresrückblick letztes Jahr drüber geredet haben, Falling for Christmas, den ich auch geschaut hatte. Das ist ein ganz, ganz schlimmer Netflix-Film. Ah. So eine Rom-Com. Genau, hätte auch von Til Schweiger sein können. Aber sie feiert jetzt ein bisschen Comic, würde ich sagen, in der Sichtbarkeit. Ich würde jetzt nicht unbedingt sagen in der Qualität. Aber ich bin gespannt, weil das ist ja so eine ihrer Paraderollen, ne, als junge Schauspielerin in Freaky Friday. Und zusammen mit Jamie Lee Curtis könnte ich mir schon vorstellen, dass das irgendwie ganz cool wird. Mhm. Was mich aber generell nervt, ist, glaube ich, dieser Sequel-Wahn. Ja. Der da irgendwie auch ein bisschen mitschwingt, weil alles momentan wieder ein Sequel, ein Prequel, ein Spin-off bekommt. Und Jamie Lee Curtis auch ganz viele Sequels dreht. Und war also eine Halloween, die Reihe natürlich, die neuen. Jetzt das und ich meine, True Lies 2 ist auch immer noch in der Diskussion. Ich weiß gar nicht, wie der Stand da ist. Ich habe da auch keine Ahnung. Ich habe seit langer Zeit nichts mehr gehört. Ja. Zeit, die alten Dinger weiterzuführen, ja. Aber ich wollte gerade noch sagen, ich habe Lindsay Lohan zuletzt in Sharknado 3 gesehen, oh Gott, wollte ich sagen. Es war Tara Reid, nicht Lindsay Lohan. Die hatte leider auch so ein Falldown. Leider, ja. Ich finde aber auch, also bei Freaky Friday ist es ja auch so, ich glaube, niemand auf diesem Planeten wird den Film wirklich irgendwie als gut bezeichnen. Das ist warum so ein, hat den jeder gesehen? Der läuft so, weil der so, keine Ahnung, Sonntag, ist am Sonntagnachmittag, mhm, läuft ja um 15 Uhr auf ProSieben oder so. Und ich finde, das ist auch so ein Familienfilm. Also ich meine, das war so diese Ära von Disney, glaube ich, wo die auch viele
diese Erwachsenen, aber die man mit seinen Kindern gut an so einem Sonntagnachmittag oder sowas schauen kann. Als die Disney-Filmparade lief. Aber das Casting ist halt auch stark, finde ich. Also ich fand wirklich, dass das zu der Zeit Lindsay Lohan und Jamie Lee Curtis so eine sehr interessante Mutter-Tochter-Kombination war, die irgendwie auch funktioniert hat. Und ich glaube, das hat auch viele dazu eingeladen, diesen Film sehen zu wollen. Und von daher finde ich auch, so wenn man dieses Sequel halt angeht, dann geht das halt auch nur mit den beiden. Und ich glaube, das war denen auch bewusst, dass man da jetzt nicht irgendwie jemand anderen casten kann. Und du kannst es ja auch immer in die Zeit, wo der Film rauskommt, noch mal also reinsetzen oder beziehungsweise adaptieren, weil ich finde, damals war es dann eher so Sachen wie, ja, hier, dann wird die Mutter so umgestylt und dann muss sie dann irgendwie mit dem Crush oder sowas und dann geht es ja irgendwie so um Digitalisierung, was ja jetzt viel, viel weiter ist. Das heißt, weiß ich nicht, wenn jetzt da Jamie Lee Curtis irgendwie als, ja okay, nee, dann, aber dann sind die auch beide schon älter, dann geht es ja vielleicht dann eher um so Midlife-Themen oder so, oder Kinder kriegen das erstmal, also ich weiß nicht, das lässt sich ja dann auch in anderen Altersklassen wieder erzählen und hat denselben Effekt von, dass die Alten lachen, weil dann so die Oma irgendwas machen muss, was dann so die 30-Jährige macht und andersrum. Oder meinst du, die machen diesen Gag, dieses, die gucken sich an und sagen, schon wieder? Nicht schon wieder, meinst du? Ich wette, sie machen es. Wie alt ist Lindsay Lohans Rolle denn dann? Wahrscheinlich so Ende 30 oder so. Das typischste Drehbuch wäre jetzt natürlich, sie hat selber ein Kind und dann passiert das irgendwie oder ein Trippeltausch und die tauschen irgendwie, keine Ahnung. Weißt du, Baby? Wenn die Ende 30 kann das Kind ja auch schon auch wieder ein Teenager sein. Das stimmt. Locker. Also das wäre halt das so richtig cheap. Das ist immer ein bisschen, ja, aber wahrscheinlich, ne? Ich meine, die werden wahrscheinlich schon denselben Effekt. Manta 2, die Kinder sind dann das wäre natürlich lustig. Also das wäre eine kreativere Idee, wenn jetzt aus ne, Mutter und Tochter tauschen, Großmutter, Mutter und Tochter tauschen. Ja, aber einmal so durch. Ja, so einmal durch, genau. Ja, das wäre schon witzig. Das hat dann irgendwie was von so Altered Carbon oder sowas. Das hat dann wieder so einen sehr, sehr dunklen Touch, wenn dann so das Kind in so einer Oma drin ist oder so. Ja, aber das wäre halt gut. Das wäre halt ich hoffe, die Leute von Freaky Friday hören uns zu. Ja. Einen noch dunkleren Touch hat wahrscheinlich ein Sequel, was auch noch in den Startlöchern steht. Ich bin nur noch gerade sorry, dass ich deine Überleitung kaputt mache. Tut mir leid. Zerstört. Alles gut. Meinst du, es wird Freaky Friday 2 heißen oder nennen die es Freaky Saturday? Wie nennen die diesen Film? Freaky Friday 2, jetzt wird wieder getauscht. Jetzt wird gefridayed. Ja. Ja, mit Rebecca Black, den Friday, den Friday-Song. Die muss auch mitspielen, die hat auch ein Comeback gehabt. Ja. Das stimmt. Ja, aber jetzt kommen wir zur besseren Fortsetzung vielleicht. Ja, hoffentlich. Tim Burton führt Regie anscheinend in einem Beetlejuice-Sequel. Mhm. Was sagt ihr dazu? Der Hit von 1988, den habe ich damals natürlich auch im Kino gesehen. Geiler Film. Ja, total. Und die, hast du die Comic-Serie gesehen, die Zeichentrickserie? Nee. Aber ich habe nur Beetlejuice gesehen. Die habe ich vorher gesehen. Es gibt eine Zeichentrickserie. Ich glaube, ich erfahre gerade zum ersten Mal, dass es die überhaupt gab. Die ist ein bisschen anders. Die habe ich sogar vor dem Film gesehen. Da ist Beetlejuice eher nett und zieht halt mit Lydia durch die Gegend und sowas. Man ist viel mehr in dieser Geisterwelt und mit den Sand. Die Sandwürmer spielen auch mehr eine Rolle. Mhm. Ist ziemlich cool. Willst du mal erklären, worum es in Beetlejuice geht? In Beetlejuice geht es um ein Ehepaar, das in einem Haus wohnt. Alles cool und die beiden sterben. Bei einem Autounfall und kommen als Geister wieder und müssen in ihrem Haus wohnen und dann ziehen neue Leute in ihrem Haus ein und das gefällt ihnen gar nicht und sie holen sich einen Kammerjäger, einen Menschenkammerjäger und das ist Beetlejuice und der soll quasi die Menschen vertreiben, aber der hat eigene Pläne und ist kein allzu netter Charakter im Gegensatz zu dem in der Zeichentrickserie. Und der hat ja so einen krassen popkulturellen Wert natürlich auch. Also, ne, Beetlejuice, super. Michael Keaton kennt man. Beetlejuice. Genau. Und Sandwürmer wie in Dune. Ja. Also das Beste von Bestem, sozusagen. Ja. Genau. Wynona Ryder hat damals Lydia gespielt. Und sie hat damit ja auch so ein bisschen dieses Goth-Girl irgendwie auch nochmal so in den Mainstream gebracht, würde ich sagen. Und das war dann für sie ja eine Rolle, mit der sie auch ein bisschen berühmt geworden ist. Und dann ist sie in den 80ern immer wieder gecastet worden für diese so sehr Emo-Teenies irgendwie, würde ich sagen. Vor allem dann kam Edward mit den Scherenhänden dann auch 2 Jahre später. Stimmt, ja. Genau, auch wieder von Tim Burton. Ja. Und jetzt soll sie auch wieder mit von der Partie sein, glaube ich. Genau, ja. Also. Und Jenna Ortega, die kennen wir ja aus Wednesday. Die neue Wynona Ryder. Die neue Wynona Ryder, das ist toll, finde ich nämlich auch. Ja. Das passt dann, finde ich, super dazu.
Und auch Monica Bellucci, die ist ja jetzt momentan in dieser Komödie Mafia Mama zu sehen. Und da gibt es jetzt irgendwie anscheinend auch Gerüchte, dass sie in den Cast mit aufgenommen werden soll. Und sie soll die Frau von Beetlejuice spielen. Was super ich spannend. Auch spannend finde, ja. Also Monica Bellucci kennt man vielleicht auch noch aus Spectre, da hat sie mitgespielt. Oder halt auch aus den Matrix-Filmen, da spielt sie Persephone. Oder ja. Wie sehr liebst du mich? Was? Okay, habe ich nicht gesehen, tut mir leid. Ich dachte, du fragst mich jetzt einfach so. Genau, Michael Keaton ist immer, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt schon gesagt habt, aber Michael Keaton ist ja auch wieder dabei, ja, als ja, Beetlejuice. Das ist ja die wichtigste. Ja, ja. Michael, aber auch Michael Keaton wie Jamie Lee Curtis, so, ja, ne, er kommt als Batman zurück, er kommt als Beetlejuice zurück, also ja. Was kann er noch zurückkommen? Ja, aber trotzdem, ich bin gespannt. Ja, seid ihr gespannt? Ja. Also ich finde mehr auch bei mir als bei Freaky Friday tatsächlich. Mhm. Einfach nur, weil ich auch den Look sehr gerne mag von diesem so düsteren Gothic-Ding. Also ich mochte Wednesday auch am meisten für, nicht für unbedingt für den CGI-Look von den Monstern, aber zumindest von der Atmosphäre. Mhm. Deswegen habe ich da auf jeden Fall was für so Tim Burton-Filme übrig. Ich meine, ne, Tim Burton als Regisseur, ich weiß nicht, ob ihr da euch mal so ein bisschen auch auskennt mit seinen schwierige Persönlichkeit, würde ich mal vorsichtig sagen. Also ich muss dazu sagen, ich war, ich bin großer Fan von vielen seiner Filme. Mhm. Ich finde, was ist denn euer, so euer Lieblingsfilm zu Tim Burton, wenn ich mal Batman. So einfach frage? Batman, Beetlejuice, würde ich sagen. A Nightmare Before Christmas ist halt schon so ein Klassiker. Bei mir ist es Ed Wood. Stimmt, du hast recht. Ed Wood ist großartig, ist auch ein bisschen anders. Sehr anders als seine Filme, ja. Ich würde jeder Person empfehlen, Vincent zu gucken. Mhm. Gibt's auf YouTube, ist ein Kurzfilm von ihm, animiert mit Vincent Price, der quasi den Text liest, düster. Das merkt man, da ist Tim Burton schon. Ich glaube, Abschlussfilm, Filmhochschule oder sowas war das. Super interessant. Big Fish darf man nicht vergessen. Stimmt, der wird immer vergessen. Ich habe auch ein großes Fable für Edward mit den Scherenhänden, den mag ich auch sehr. Ja. Mhm. Aber ja, also wirklich viele fantastische Filme. Aber Tim Burton hat auch mal gesagt, und das finde ich dann wiederum ein bisschen weniger cool, ich meine, ich sag's mal offen raus, er hat gesagt, er möchte keine People of Color, also keine schwarzen Menschen und so weiter, casten in seinen Filmen, weil das nicht zu seiner Ästhetik passt und er das nicht will. Mhm. Und ich finde das durchaus legitim. Er darf casten, wen er will. Und wenn ich eine Filmidee habe und eine Vision von einem Film, dann ist es ja auch, meiner Meinung nach, sollte es mir überlassen sein, wie dieser Film aussieht. Dennoch, ne? Also da muss man aber auch mit der Konsequenz leben, dass dann auch Leute wie ich dann sagen, ey, jetzt mal ehrlich, wie wirkt das, wenn du dich vor ein Mikrofon setzt und dann so Dinge sagst wie, aus ästhetischen Gründen möchte ich keine schwarzen Personen in meinem Film haben. Das finde ich ja sau daneben. Also man kann ja immer sein Werk betrachten und sagen, okay, da passen die und die Leute jetzt zu, die möchte ich da gerne sehen, aber das halt so, so pauschalisiert generell zu sagen, ist einfach richtig kacke. Ja, ich finde es auch ein bisschen schwierig und ich weiß nicht, ich glaube, Jenna Ortega ist ja jetzt auch also in Wednesday war ja so die erste Person, die da irgendwie nicht weiß ist. Also, ne, sie hat ja, also ist ja so, ich glaube, südamerikanisch stämmig, also ich bin mir da auch nicht sicher, aber so zumindest wurde dann von vielen, glaube ich, dann auch direkt wieder als dann so Vorstoß von ihm oder sowas gewertet, was ich jetzt auch nicht unbedingt sagen würde, also natürlich, klar, aber ich finde die Kritik auf jeden Fall berechtigt, auch aus der BIPOC-Community dann da zu sagen, hey, wir fühlen uns da total unterrepräsentiert in deinen Filmen. Und ja, sympathisch cool. Macht ihn das auf jeden Fall nicht. Ja. Sagen wir mal so. Also die Eltern sind wohl MexikanerInnen. Okay, ja. Deswegen, dann ja. War das ja richtig. Ja. Genau. Aber auf jeden Fall, ne, egal was man davon hält und wie man das findet, Beetlejuice 2 hat einen offiziellen Starttermin und zwar den 6. September 2024. Und das ist auch nicht nur irgendein Termin, der hat nämlich den Termin von Blade übernommen. Weil Marvel ja Blade pausiert wegen des aktuellen Autoren- und Autorinnenstreiks. Und Beetlejuice 2 springt da in die Bresche. Und für alle, die denken, was zur Hölle ist denn dieser Autorenstreik oder Autorinnenstreik, wir haben in den letzten Podcast sehr oft darüber gesprochen und man kommt auch nicht drum herum. Und auch wenn man sich irgendwie nicht für dieses Thema interessiert, alle, die in irgendeiner Form Filme und Serien gucken, die aus den USA stammen, sind eigentlich davon betroffen. Ich finde das so spannend, weil unser Lieblingsautor, George R. R. Martin, hat sich dazu geäußert. Ich habe ihn einfach mal Lieblingsautor genannt. Ist okay. Er ist einer meiner Lieblingsautoren. Meiner ja auch. Super. Also ich lese ja auch gerade wieder das Lied von Eis und Feuer und habe jetzt auch schon wieder über 2000 Seiten hinter mir. Und
bin jetzt im 5. Buch von 10. Also ich lese es zum ersten Mal auf Deutsch. Ich habe das ja mal früher immer auf Englisch gelesen. Und wie ist es? Bitte? Auf Deutsch? Hast du dir, what the heck? Nee, also das ist nicht mein George R. Martin. What the heck? Also ich werde mich nie an die deutschen Namen gewöhnen. Das wird, ist, glaube ich, ein Problem, was Johann ich ewig Schnee. Mit mir, Johann Schnee, Johann was ich Schnee. Ewig mit mir, ja, das ist ja noch nicht mal, also bei Namen, bei denen das relativ schnell klar ist, ist es ja kein Problem, weil ich habe zum Beispiel irgendwas gelesen von der Burg Grauenstein und ich dachte mir auch so, was ist denn Grauenstein? Was soll das sein? Es ist halt Dreadfort. Da, wo die Boten. Aber es hört sich beides cool an. Es hört sich beides cool an, aber so, also ich finde halt, also von Grauenstein auf Dreadfort zu kommen, ist schon ein sehr weiter mentaler Schritt. Und ich habe das, manchmal habe ich da meine Probleme noch im Deutschen. Aber ich lese es sehr gerne und ich finde die Übersetzung auch sehr gut. Von daher, ich will da überhaupt nicht meckern. Das macht auch, ich weiß wieder, warum ich George R. R. Martin so liebe und seine, also der Mann kann einfach schreiben wie kein Zweiter. Das ist wirklich, unfassbar. Unfassbar, was da in diesen ersten 3 bzw. 6 Büchern im Deutschen passiert. Ich bin jetzt auch sehr gespannt darauf, wie ich, wenn ich dann mal bei Buch 7 und 8 bin, warte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, genau, wenn ich bei Buch 7 und 8 bin, das ist das 4. Buch im Englischen, ne, A Feast for Crows, das ich, mit dem ich persönlich Riesenprobleme habe, das schlimme Buch meiner Meinung nach, ob ich das wieder so negativ empfinden werde. Ich bin da sehr gespannt. Aber ja, ich habe gerade die Schlacht von der Schwarzwasserbucht hinter mir und sowas. Das, das 4. ist Halt's auf dem Laufenden. Brienne von Kuchen, ne? Bitte? Brienne der Kuchen. Brienne der Kuchen? Tarf? Tart. Ach, Tart. Ach so, ja. Boah, Brienne war das hier Übersetzer im zweiten Leben? Ich habe hab alle Bücher übersetzt, deswegen habe ich auch doppelt so viel. Geil, ja. Ja, ich habe auch noch, ich weiß nicht, ich bin nur ich das, dass ich halt das halt auch nicht so cool finde, wenn man Reek in Stinker übersetzt. Stinker. Ist das so direkt so was Uncooles, finde ich. Das stimmt. Stinker. Aber vielleicht bin nur ich das. Das wirkt so ein bisschen wie so ein Wort, was du so einem Dreijährigen oder sowas sagst. Ja, so, du kleiner Stinker. Ja. Oder aber ich meine, das macht es natürlich dann auch wieder direkt in der Ramsey-Art und Weise. Ja, erniedrigend. Wo du Ramsey sagst, das ist halt aber auch so eine Sache. So, ich verstehe ja irgendwie den Gedanken, dass man das, ne, in der deutschen Übersetzung dann auch so Fantasy-Mittelaltermäßig dann auch ins Deutsche übersetzen möchte, weil es besser klingt und so. Und dass man aus Namen wie Greyjoy Graufreud macht und so. Aber warum gibt es dann noch Figuren wie Jamie und Ramsay und Cersei? Also so. Aber die musst du ja deutsch aussprechen. Yami, Cersei und machen die das? Nein, aber ich habe so, ich habe, glaube ich, das schon mal erzählt, das war jetzt ein Joke, aber ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, dass es so ein Hörbuch gibt von George, also von das Lied von Eis und Feuer, ich glaube auch auf YouTube oder so, und da sprechen die Namen ganz, ganz schlimm aus, also zum Beispiel Cersei, sie sagen wirklich Cersei. Ja, aber ich glaube, das ist schon relativ alt, also es wurde nicht nochmal neu, glaube ich, eingesprochen oder so, und Ich verstehe es nicht, warum man die Namen nicht einfach im Original lässt, weil ich glaube nicht, dass es ein Leser oder eine Leserin irgendwie rausschmeißt, wenn man dann halt Greyjoy liest statt Graufreud. Und ich glaube halt auch nicht, dass, also ich meine, bei anderen Sachen, bei anderen Werken macht man das doch auch nicht. James Bond heißt doch auch nicht in Deutschland. Aber auf der anderen Seite bei Harry Potter gibt es natürlich auch ganz, ganz viele deutsche Begriffe, ne? Also Buckbeak wird dann zu Seidenschnabel oder sowas. Und ich finde, das ist dann aber auch. Die Diagonally wird zur Winkelgasse. Und ich glaube, gerade aber für halt Kinder. Wortspiele dann auch wie Diagonally dadurch, ne? Genau, aber ich finde halt eher für so Kinder, also ne, Harry Potter ist ja auch hauptsächlich ein Kinderbuch oder Jugendbuch, da finde ich dann eher das noch angemessen. Weil ich finde, du hast dann oft Wörter, die du dann von einem Wortspiel her oder sowas dann eher verstehst, wenn es dann übersetzt wurde. Gut, aber das Lied von Eis und Feuer ist halt eben keine Kinder- und Jugendbuch. Genau. Ich war immer ein bisschen enttäuscht von Frank Herbert, was seine Namensauswahl angeht. Ich glaube, wir hatten darüber geredet, aber so Lady Jessica. So, Jessica, was ist so? Jessica. Lord, ich meine Jessica Rabbit Lord oder Jason, sowas. Der Gerüstbauer. Ja, Lady Mandy. Lady Mandy. Aber das war so, warum Jessica? Also, hast du was gegen den Namen Jessica? Nee, aber ich finde, der passt so nicht in diese Dune-Welt rein. Ja, aber das kann ja auch wieder, da haben wir, glaube ich, schon mal drüber diskutiert. Aber das kann ja auch wieder eine bewusste Entscheidung sein, vielleicht, damit zu brechen. Also sie jetzt nicht irgendwie Lady Margaret zu nennen oder so Lady Kriemhild, sondern so ein bisschen modernere Namen zu nutzen. Das ist ja auch kein, weil das ist ja wiederum auch, spielt ja auch in der Zukunft, ich meine, ne? Da sind die wieder in Mode, die 90s. Ja, gut, aber der hat, was heißt 90s, aber der hat das in den 60ern geschrieben, wenn ich mich nicht irre. Ich meine, da heißt doch Herbert mit Nachnamen. Also. Ja, auf jeden Fall hat George R. Martin auch in 2 Blogposts sich zum Autorenstreik geäußert und seine Solidarität bekundet. Er meinte sogar, dass die Produzenten, die Produzentinnen, die Sender, Streamingdienste und Studios den Autoren und Autorinnen gar keine Wahl gelassen haben
Und dass er jetzt auch wirklich erwartet, dass dieser Streik auch noch lange dauern wird, weil es hier wirklich um elementare Themen geht. Der längste Autorenstreik in Hollywood bisher war 1988 übrigens und ging 22 Wochen, also fast ein halbes Jahr. Martin sagt auch, alle haben den Streik kommen sehen. Wir berichten ja auch schon seit langer Zeit darüber. Also ich weiß auch noch, wir haben vor vielen Monaten mal einen Podcast gemacht, wo wir auch die News hatten. Ey, es könnte sein, es brodelt da gerade, es könnte sein, dass es passiert. Und mittlerweile sind wir halt an dem Punkt, dass wirklich gestreikt wird und dass Filme und Serien teilweise verschoben werden und auch noch hundertprozentig gecancelt werden. Und ja, die Studios hätten sich allerdings auch, ne, in weiser Voraussicht auch schon mit unzähligen Drehbüchern angeblich eingedeckt. Hm. Also, ne, weil sie diesen Streik auch erwartet haben. Und George R. R. Martin, das ist halt auch schon eine große Neuigkeit, leider, die ich hier verkünden muss, dass der Heckenritter von Westeros, da ist ja eine Serie dazu geplant, gerade nicht weitergeschrieben wird. Damit. Aber auch, dass das House of the Dragon Staffel 2 schon längst geschrieben ist. Wieder eine gute Nachricht. In den Dreh geht. Ja, allerdings auch da Rewrites, es gehört dazu, dass man auch während des Drehs oder im Nachhinein halt auch mal, wenn man merkt, okay, da passt was nicht, dass man halt auch mal Sachen neu schreibt. So Autoren und Writer sind ja normalerweise auch in diesem gesamten Produktionsprozess dann auch dabei. Und wenn das nicht stattfindet, kann es ja schon auch sein, dass die Qualität dann darunter leidet. Weil also es ist ja auch nicht so, dass man irgendwie, also House of the Dragon dürfte das ja jetzt auch gar nicht. Also die dürfen jetzt keinen Writer oder Writerin irgendwie engagieren, der oder die das jetzt irgendwie während des Drehs dann nochmal neu schreibt. Das ist ja wirklich, sie dürfen das nicht. Es ist gesetzlich verboten. Was und meinst du jetzt von also beziehungsweise irgendwie, ich weiß nicht, ob es denn, doch, es ist gesetzlich, ja. Okay. Aber dürft noch nicht wegen ins dem Writing Strike jetzt? Ja, natürlich. Okay, ja, du darfst nicht, Autoren von der Gilde irgendwie engagieren, die dann. Die dürfen es nicht, ja. Nee. Aber die dürften jetzt zum Beispiel nicht sagen, okay, sitzt da irgendein talentierter Autor oder Autorin in Großbritannien oder sonst irgendwo. Also George R. Martin selbst sagt in dem Post, dass die das nicht dürfen. Dass die auch so während dieser Drehs auch keine Rewrites machen dürfen. Also die Autoren nicht, aber die. Nein, auch das Studio. Aber dürfen es nicht woanders produzieren? Also, beziehungsweise anders mal schreiben lassen? Das ist eine gute Frage. Weil dann auch die Frage, ob die das machen würden. Ne? Also, es ist ja auch immer mit Kosten verbunden und so weiter. Ja, aber so, ich weiß nicht. Ne? Ich glaube also, schon, wenn viele in der Suppe mitmischen, also, ist sie nachher versalzt. Also, so tief steckt die auch gar nicht drin gerade. Für mich ist das immer so ein typisches, es gibt ja irgendwie so diese Theorie, dass Systeme, die laufen, irgendwann pervertieren. Ne? Ja. Also, Leute finden Lücken, Pieperpuppen. Hier haben wir das ja wieder. Früher war das ja große Studios, ne, das läuft, es geht natürlich ums Geld verdienen und das pervertiert, Leute werden ausgenutzt, wie bei Pop, da sind wir jetzt in der deutschen Landschaft ja auch angekommen. Und jetzt haben wir das halt mit den Streaming-Angeboten, das ist ja auch die große Kritik, dass die Streaming-Angebote ja, beziehungsweise Disney, Netflix und sowas halt die Bedingungen schlecht machen, um halt auch eine maximale Gewinnoptimierung rauszukriegen. Ja. Und so wird es halt immer wieder laufen, solange es halt um krass Geld verdienen geht. Ja. Voll die Kapitalismus. Ja, vor allem aber auch Firmen wie Netflix und so weiter produzieren ja auch international und teilweise halt auch in vielen anderen Ländern außerhalb der USA und außerhalb der Autorengilde. Und deswegen sind die auch gar nicht mal so krass betroffen von diesem Streik. Also es ist halt auch das noch wieder so. Ja, das ist schlimmer. Es gibt, die haben es quasi, ich würde mal behaupten, mit verursacht. Ja. Aber das ist bei denen nicht das Schlimmste. Ja. Genau. Und George R. Martin hat aber übrigens auch Entwarnung gegeben. Er werde immer wieder gefragt, ob auch Winds of Winter davon betroffen ist. Und er hat gesagt, also erstmal nein, weil dieser Streik natürlich nur Film und Fernsehen betrifft. Da schreibe ich eh nicht dran. Ich würde sagen, also ganz so, im Gegenteil. Immer noch eine Seite pro Tag. Ganz so. Im Gegenteil. Er hat gesagt, dass er Winds of Winter weiterhin als seine höchste Priorität betrachtet. Also, dass das immer wieder auf Platz 1 der Prio-Liste bei ihm ist. Aber wie gut ist er im Prio-Listen abhaken? Ich weiß es nicht. Ja, der Mann schreibt wirklich, langsam. Wie lange kam das letzte raus? Das ist doch ewig her, oder? Ja, ich glaube schon elf so, Jahre oder ich glaube schon ne? über 10 Jahre. Krass. Ja, ja, ich glaube, es sind 11 Jahre jetzt. Und hatte er nicht letztens mal auch so eine Seitenzahl gesagt? Er hat irgendwie gesagt, ich habe dabei schon 500 Seiten geschrieben oder so. Ja. Was ja A, nur die Hälfte ist von dem, was er. Also es ist auf jeden Fall nicht so weit, wie man gerne hätte. Ja, ich gucke gerade auch noch mal. Ja, 2011. Es sind also jetzt mittlerweile fast schon 12 Jahre. Es ist der letzte? Nee. Bitte? Nein, ja, Dream of Spring kommt noch nach. Genau, aber ich glaube, das haben die Fans schon lange abgeschrieben, dass das noch rauskommt. Ja, ist das nur, weil man könnte ja denken, okay, er muss sich halt auch ein geiles Ende ausdenken. Aber er hat doch angeblich eins, oder? Ich glaube, bei ihm ist das Problem auch die Art und Weise, wie er schreibt. Also, weil er sich das ja, also er plant das nicht so, wie man das vielleicht kennt, dass er das Ende jetzt irgendwie dann schon so outgemappt hatte. Er plottet sondern er lässt die Figuren atmen. Aber du hast halt
es bringt dir ja nichts, ja, ja, das klar. Ende zu haben, wenn du halt, ja, ja, die Struktur nicht hast. Und, genau. Ja, ja, genau. Und das Problem ist ja gerade, also ne, George R. Martin ist ja jemand, der einfach die Figuren einfach so in seiner Fantasie einfach, ne, handeln lässt und dann öffnen sich so, ne, ganz viele Äste, gehen in alle Richtungen, es öffnen sich unglaublich viele Storylines und es wird einfach immer irrer und immer weitläufiger und immer weitläufiger. Und dann irgendwann diesen Bogen halt wieder zurückzuspannen, und das sollte jetzt halt spätestens mit Winds of Winter passieren. Deswegen braucht er halt auch so lange und kriegt das nicht hin. Und was heißt, er kriegt das nicht hin? Also ich freue mich drauf, wenn es irgendwann mal rauskommt, und ich bin bester Dinge, dass es auch verdammt gut wird, aber. Ich abwarten. Auch, ich lieber länger überlegen oder, ne, ihn länger Zeit lassen, aber ich finde auch, man baut da jetzt auch voll drauf und Fans warten darauf, weil ja auch dann die Game of Thrones Serie so schlecht geendet hat für unsere Geschmäcker. Und ich finde, für alle Geschmäcker, jeder mit Geschmack. Wo ich letztens mit jemandem auf einer Party geredet habe, der meinte, er fand die 8 Staffeln gut. So von der Party dann bitte weggegangen? Ja, so aus diesem Kreis, nein, natürlich nicht. Aber ich fand es interessant, weil ich so war, okay, sag mir wieso. Du hast ihm einfach nur eine Ohrfeige gegeben. Ja, natürlich, ja. Ich konnte ihn im Dunkeln nicht sehen, wie bei der langen Nacht natürlich in der Folge, habe ich ihm dann auch gesagt. Da ist die Wohnungstür. Tür, da kannst du jetzt gerne rausgehen. Aber ja, es gibt sie da draußen. Ich will auch wissen, wie dieses Gespräch lief. Die Game of Thrones Fans. Was waren die Pro-Argumente der Staffel 8? Also natürlich das Visuelle. Natürlich das Visuelle. Und er fand, glaube ich, die ersten 4 Folgen auch noch super. Also ne, das Battle natürlich mit der langen Nacht und auch so das Vorgeplänkel, da konnte ich ihm auch irgendwie noch zustimmen, weil die Folge, wo dann auch hier dieser Florence in the Machine Song so lief und sowas, fand ich auch noch gut, wo Podrick gesungen hat. Aber dann ging es bergab für mich und ich finde, da hatte er, glaube ich, auch nicht so das Buchwissen, um dann sozusagen, gegriffen. Nee. Ja, also er sah ein, dass das so ein bisschen hingerotzt sich angefühlt hat, aber er war trotzdem, dass es passiert ist, fand er nicht schlimm. Also das, ich weiß jetzt nicht, ob ich spoilern darf, aber nicht, wie es endet, also wer dann letztendlich König wird, das fand er nicht so schlimm wie ich persönlich. Okay. Ja. Und er meinte dann aber trotzdem, dass du die Qualität, also dass er den ganzen Hate voll unbegründet findet, dass dann die Qualität gar nicht so doll abgeflacht ist, wie es dann letztendlich also, war. Also dann muss ihm sehr, sehr, sehr viel nicht aufgefallen sein. Ich möchte noch mal darauf hinweisen, wir haben auf unserem YouTube-Kanal Cinema Strikes Back ein halbstündiges Video, in dem ich 13 Punkte aufgezählt habe. Dinge, die Staffel 8 meiner Meinung nach sehr verkehrt gemacht haben. Und da gibt's wirklich Dinge auf dieser Liste, die sind unverhandelbar. Ja, die sind unverhandelbar. Da gibt es niemanden auf der Welt, der auch nur ansatzweise argumentieren kann, dass das doch gar nicht so schlimm ist. Weil die Autoren selbst in der Lore, also nicht lore-sicher waren und selbst wirklich handfeste Fehler eingebaut haben, die so einfach absolut nicht passieren dürfen. Ich finde alleine, wenn wir über Daenerys Figurenentwicklung reden, und ich fand am schlimmsten waren diese Inside the Episode, wo dann die da saßen und Sachen gesagt haben, wo man offensichtlich gemerkt hat, also, dass sie keine Ahnung hatten, was sie da gemacht haben. Sie hätten sich hinsetzen können und sagen, wir sind eigentlich richtig dumm. Ja, das wäre genau das Gleiche gewesen. Genau, wie und somehow she forgot about the army. Also es wird ja sogar, da werden ja sogar Memes drüber gemacht, also das habe ich dann auch natürlich alles nochmal aufgeschlüsselt. Und da war er auch dann, war er irgendwann nur noch so am Nicken, aber so allein die lange Nacht, das ist so, das beginnt so, und du weißt so, dieses Game of Thrones, und dann kommt so, what? Aber ich habe auch einige gehört, die das auf der DVD geguckt haben, und ich glaube, es lag auch am Stream, dass es inszenatorisch einfach nicht gewirkt hat. Es geht nicht um, dass es zu dunkel war, sei dahingestellt, aber es ist so, ne, die sitzen alle so zusammen und jeder macht nochmal so, mein Gott, Final Night, und am Ende war ja nicht ganz so hart, ne? Also es war halt nicht Game of Thrones, ich fühl so, wow, was für ein Spannungsaufbau, und das flachte so ab und es war so, Also meiner Meinung nach ist einfach so mit einer der fatalsten, also der, wo ganz, ganz klar wird, dass die keine Ahnung haben, was sie machen, als sie Gendry Rivers genannt haben. Weil das einfach der falsche Name ist. Das ist der falsche Bastardname für die. Das ist der Name der Bastard in den Flusslanden und nicht in den Kronlanden, wo er Gendry herkommt. Der ist doch gerudert. Und der ist gerudert. Passt einfach. Der ist halt noch nicht mal legitimiert worden oder sowas. Der hätte noch nicht mal diesen Nachnamen. Und es ist einfach so, da ist so innerhalb von einer kurzen Szene ein so doppelt krasser Lore-Fehler drin, bei dem ich mich einfach frage, wie kann das passieren? Ist halt auch so peinlich, ne? Weil es so unendlich peinlich. So viele Writers gab, die wahrscheinlich auch am Set saßen, es war kein Writer's Strike. Naja, es waren ja im Prinzip nur 3 Writers. Es waren ja David Benioff, D.B. Weiss und der dritte, der da noch die ersten 2 Folgen geschrieben hat, dessen Namen mir gerade leider nicht einfällt. Aber ich wollte eigentlich gar nicht dieses Staffel 8 Das Trauma sitzt. Das habe ich jetzt hier auch angeschnitten. Immer noch. George R. Martin sagte auf jeden Fall zu diesem Streik, dass er hat sehr große Bedenken,
Er sagte, dass Autoren und Autorinnen für Folgen bezahlt werden und dass Staffeln immer kürzer werden und immer weniger Folgen haben und dass viele Writer und Writerinnen halt gerade wirklich Probleme haben, irgendwie auch teilweise über die Runden zu kommen. Aber das wäre noch nicht mal das größte Problem von Hollywood aktuell. Er sprach von dem größten Problem und das sind seiner Meinung nach sogenannte Mini-Rooms. Und das fand ich mega spannend, was ein Mini-Room ist. Das sind Wohnungen, die man sich in Köln leisten kann. Genau. Nee, also er hat erst, also George R. Martin hat in seinem Post erst erklärt, wie er früher Karriere gemacht hat. Ich meine, man nimmt ihn ja gerne als den großen Schriftsteller wahr, ist er natürlich auch. Aber er hat natürlich auch eine unglaublich langjährige und auch sehr aktive Karriere im Fernsehen. Mhm. Und zwar seit den 80ern, seit der Serie Twilight Zone. Da wurde der als Headwriter engagiert. Und das ist so die unterste Stufe in dieser gesamten Hierarchie. Und er hat aber dann sich da immer weiter hochgearbeitet. Und er hat halt auch die Serie Twilight Zone dann, er hat die Folgen geschrieben, war dann aber auch am Set dabei und hat Rewrites gemacht und saß dann auch mit im Schnittraum teilweise und hat gesagt, nee, so habe ich mir das eigentlich gedacht und so weiter. Und war halt wirklich von Anfang bis zum Ende in diesem gesamten Produktionsprozess am Start. Also sowohl am Set als auch danach. Und er meinte, dass er so halt auch als Autor und als Fernsehschaffender gewachsen ist und sich so halt auch das Können angeeignet hat, um theoretisch mal für eine Serie Showrunner zu werden. Und er sagte, das ist heute alles eigentlich so gar nicht mehr möglich, weil Mini-Rooms. Und jetzt erklären wir kurz, was Mini-Rooms sind. Und das finde ich wirklich super spannend. Wenn so eine Serie produziert wird, dann engagieren, also erstmal gibt es natürlich den Showrunner oder die Showrunnerinnen oder mehrere SheowrunnerInnen, was auch immer. Die Showrunner engagieren ein Team, das die Folgen schreibt. Das besteht dann in der Regel aus ein paar erfahrenen Leuten, den sogenannten Senior Writers, und ein paar Newcomern, den sogenannten Junior Writers. Die schreiben dann und editieren und schreiben und editieren. Allerdings nicht, bis dann die gesamte erste Staffel oder so fertig ist, sondern die ersten meistens so 3 Folgen. Das heißt, 3 Folgen werden von diesem Autoren- und Autorinnen-Team geschrieben. Und ab diesem Zeitpunkt werden dann die Junior-Writer werden dann fortgeschickt, die werden bezahlt. So, ihr habt euren Job getan, ihr seid jetzt, ne, ihr seid weg. Und dann übernehmen die Showrunner mit den Senior-Writers und die schreiben dann den Rest und die sind dann auch wirklich am Set dabei und so weiter und so fort. Und ja, also vielleicht wird das Problem schon offensichtlich. Die Junior-Writer, die gucken dann komplett in die Röhre. Die müssen dann neue Projekte finden und hangeln sich dann von Mini-Room zu Mini-Room. Mhm. Früher war das anders. Da wurde so ein Autor und eine Autorin auch mal für Monate oder sogar Jahre angestellt und musste sich halt nicht ständig darum kümmern, so, was ist denn jetzt mein nächster Writers' Room? Wo ist das nächste Projekt? Und müssen sie jetzt ständig immer was suchen. Und außerdem, die kriegen halt das gar nicht mehr mit, was in der Postproduktion passiert und was am Set passiert und so weiter. Und das heißt, die lernen niemals das, was man braucht, um so ein Senior Writer zu werden oder überhaupt Showrunner. Und das war, wie gesagt, früher anders. Und George R. Martin selbst hat halt geschrieben in diesem Blogpost, er kenne viele Junior Writer, die seit vielen Jahren auf dieser untersten Stufe halt festhängen. Mhm. Und dass da halt auch wahnsinnig talentierte Menschen dabei sind, die aber halt keine Chance haben, aus diesem Hamsterrad halt irgendwie auszubrechen. Und ich nenne das jetzt einfach mal Hamsterrad. Und fragt halt auch so ganz offen, es ist auch so kurz gedacht von den Studios selbst und von den Streamingdiensten und so weiter, weil ich meine, irgendwann werden euch Showrunner ausgehen und ihr werdet keine Leute haben, die diesen Job beherrschen. Das, ist so wieder so ein selbsterhaltendes System. Ja. Irgendwelche Leute so, oh mein Gott, lass uns das so bauen, dass wir alle irgendwie was davon haben, aber nach uns die Sintflut quasi, ja. Scheiß drauf. Ja, und man sieht einfach, wie kaputt, ich würde mal sagen, ja, überall die Film- und Medienwelt ist. Das System auch erstmal und generell schon das Talent so zu verfeuern. Und dann auch, du willst ja auch nicht so jahrelang dann in so einem kurzzeitigen Arbeitsverhältnis immer bleiben und dann immer diese Unsicherheit auch haben. Das ist ja voll das prekäre Arbeitsverhältnis. Also ich kann auch voll verstehen, dass dann das junge Leute, die... Das ist der Standard, ne? Ja, für in Deutschland, ist, ja. Genau, das auch. Ne? Also ich will das ja gar nicht von der Hand weisen. Also ich glaube, da gibt es auch ganz andere Arbeitsbranchen, wo das ja dann auch gang gäbe. Aber ich finde, das muss man halt hinterfragen. Und dann finde ich es umso verständlicher, dass man dann auf die Straße geht und da irgendwie mehr fordert und mehr Sicherheit fordert. Und ja, aber dass die natürlich sich selber ins Bein schneiden, weil sie dann dadurch keine Zukunft ausbauen, ist natürlich klar. Ich meine, du musst dir das kurzfristig aber Geld. Ja, das ist halt immer besser. Du musst dir das aber halt auch einfach mal wirklich kurz für eine Sekunde vorstellen. So, du entwickelst eine Serie mit und du schreibst halt ganze Folgen. Du kreierst Figuren, Orte, Schauplätze, Handlungen, Welten entwickelst du.
Und dann wirst du halt nach 3 Folgen irgendwie einfach rausgeschmissen und du darfst nicht mal das Set sehen und ja, hier, ja. Geh zum nächsten. Ja. Auch dein Endprodukt, woran du ja auch gearbeitet hast, dann absolut. So ein bisschen. Ne? Und die Studios haben jetzt angeblich laut Martin bereits angeboten, dass die Junior Writer, und das ist wohl, das soll angeblich der Kompromiss sein, dass sie als unbezahlte Praktikanten und Praktikantinnen ans Set kommen dürfen. Was halt wirklich auch schon eine absolute Frechheit ist. Ja. Also, falls das wirklich so stimmt, wie George R. Martin das behauptet in seinem Post, wäre das natürlich eine bodenlose Frechheit. Aber Martin findet auch ganz klare Worte. Er, wirklich so der letzte Satz in diesem, oder der vorletzte Satz in diesem Blogpost ist, Mini-Rooms sind eine Abscheulichkeit. Und das, finde ich, passt. Ja. Stört es euch auch so ein bisschen, dass viele, ich habe manchmal das Gefühl, Leute so wissen gar nicht, wie krass dieser Autoren-Autorinnen-Streik in Hollywood eigentlich gerade ist. Es geht an einem ein bisschen vorbei, glaube ich, ja. Wenn man jetzt selber nicht irgendwie in den USA wohnt und das nur von hier aus mitkriegt. Und ich glaube auch, dass man die Resultate oder die Konsequenzen ja auch erst bei uns viel, viel später spürt, einfach weil dann Sachen nicht rauskommen oder weil sie verschoben werden, wie jetzt Blade oder sowas. Ja. Und ich glaube, dass wir dann davon immer nur so tropfenweise mitbekommen und dass man die Empörung, wenn man selber nicht in der Arbeitslage ist, natürlich auch nicht direkt spürt. Also ne, wieso sollte man da direkt Empathie empfinden? Ja. Deswegen. Und wie du richtig sagst, wir merken es erst später und dann verbindest du es nicht mehr mit dem Autorenschein. Ich merke so, oh, warum hat diese Serie auf einmal so eine Kackfolge? Was ja schon mal passiert ist, durchaus in den letzten Jahren, als es die letzten Streiks gab. Ja, es ist halt so, ist halt eine schlechte Folge rausgekommen. Ja. Oder gut, gibt es 3 Folgen weniger. I don't care. Oder das kommt ein Phantom Trost, was wir letzte Woche besprochen haben. Das wusste ich auch bis letzte Woche nicht, dass das ein Film ist, der extrem unter dem Autorenstreik gelitten hat, damals 2008. Und halt Daniel Craig als absoluter Nicht-Autor halt irgendwie den Film dann fertig schreiben musste und selber gesagt hat so, was mache ich hier eigentlich? So, das war klar, dass das nicht gut gehen kann. Dann trinkt er Martini. Und damit war halt für mich so schüttelt so, nicht also, gerührt. Dann ein Martini. Welcher war es nochmal? Lustig, wenn man jetzt was somehow einblendet. Somehow Palpatine returned. Ja. So ungefähr. Ich meine, manche schaffen das auch ohne Streik. Ja, das stimmt allerdings, ja. Ja, aber vielleicht ist es halt das Problem, dass da, keine Ahnung, ich mutmaße natürlich wieder, irgendwelche Leute sitzen, auf keinen Fall ihre Position aufgeben wollen und vielleicht nicht die besten Leute sind, aber dann so gehypt sind, wie zum Beispiel die Showrunner von Game of Thrones, die Star Wars machen sollten, die sonst was machen sollten, aber eigentlich nicht so geil sind vielleicht, wie man vielleicht vermuten mag, wenn die Vorlage nicht so gut ist. Ja, ja, ich weiß nicht. Ich bin bei David Benioff immer so, ich habe von dem halt ein Buch gelesen, das ich sehr, sehr, sehr gut fand, nämlich Stadt der Diebe. Und ich glaube schon, dass die auch verdammt gut schreiben können. Ja. Ich hab auch schon natürlich anderes Zeug auch von dem gesehen, aber das ist immer so sehr viel, also die, so ein ständiges Seilspringen, Licht und Schatten, das ist so sehr, sehr viel Mist auch dann immer wieder mit dabei, wie der Wolverine-Film. Oh Gott, ich erinnere mich. Der ja auch von der erste von Benioff geschrieben ist. Der erste oder der zweite? Also Wege des Kriegers oder der? Muss ich gerade nachgucken. Oh, aber die waren beide nicht geil. Ja. Oh. Haben die nicht auch Troja gemacht oder so? Ja, ja, klar. Also David Benioff hat Troja geschrieben. Wobei Troja ist schon, also darf man geschichtlich auf keinen Fall ernst nehmen. Aber es ist so. Ja, aber der ist auch ein Guilty Pleasure eher. Ja, Guilty Pleasure. Ja. X-Men Origins Wolverine hat David Benioff geschrieben. Das ist der erste. Ja. Oh, na dann. Furchtbaren Deadpool. Also Deadpool in Anführungszeichen. Oh je. Ich finde es krass auch, also um das vielleicht abzuschließen, dass das Wort Mini-Rooms klingt erstmal so süß und schön. Und genau, finde ich gut, dass wir das jetzt mal ein bisschen aufgeklärt haben, was dahinter steckt. Ja, unbedingt. Und das ist was. Wie hat er es genannt? Schreckliches, grausames? Eine Abscheulichkeit. Ja. Ich will die Überleitung nicht machen, aber kommen wir zu den Kinostarts. Ich weiß nicht, wie viele Leute an diesem Film tatsächlich mitgeschrieben haben, aber diese Woche startet ein Film, der für uns was ganz Besonderes ist, denn wir haben ihn nicht kritisiert. Der 10. Fast and Furious Teil, Fast X, ist gestern gestartet. Alpa, du hast gestern dazu eine Nicht-Kritik gemacht, sondern ein ganz besonderes Video, weshalb dieser Film nicht kritisiert wird. Das haben wir eben ja schon mal kurz besprochen, aber wenn du gerne noch was. Also, 2 Leute haben den Film übrigens geschrieben: Dan Mazzeau und Justin Lin. Das habe ich gerade noch nachgeguckt. Justin Lin als der Fast and Furious Guy, würde ich mal so vorsichtig sagen. Das ist ein
es soll eigentlich der vorletzte Teil der Fast and Furious-Reihe sein. Also es war ja eigentlich, stand im Raum, dass Film 10 und Film 11 gemeinsam irgendwie doch so ein zweiteiliges Finale sein wird. Dann habe ich jetzt zuletzt aber Gerüchte gehört, dass es auch noch einen dritten Teil geben soll, der das irgendwie beendet. Und dann hat Vin Diesel, glaube ich, noch mal zurückgerudert und hat gesagt, ja, okay, aber vielleicht kommt danach noch mal was. Ja. Also es ist halt völlig absurd. Also wenn es ist halt, wirklich, Family. Es ist doch einfach nur Marketing. Es ist doch einfach nur Marketing. Es ist doch absolut klar, dass wenn jetzt Fast X und Fast 11 und so weiter jetzt wirklich Milliardenbeträge einspielen und ich sag mal vorsichtig, ich könnte es mir vorstellen, dass sie sau erfolgreich werden, dass sie dann auch noch weitermachen. Und dann können die das, aber ich frage mich, wie oft sie das sagen können. Das ist jetzt der letzte und dann gehen alle ins Kino und dann. Ja, aber ich finde es halt dann so krass, dass dann auch teilweise manche News-Outlets halt immer noch so riesen Schlagzeilen draus machen. Ich meine, müssen sie ja, das ist ja, ne, sie müssen ja auch irgendwie ihre Aufmerksamkeit generieren, wie wir ja auch. Aber das ist halt immer so, wird immer so ein riesen Ding draus gemacht. Oh, das ist der, das wird das Finale. Nee. Vin Diesel trägt jetzt Tanktop. Ja, genau. Okay. Regisseur ist übrigens Louis Leterrier. Leterrier, das ist ein Franzose, der halt auch. Fußballfrage. Ja. Welcher Fußballer wurde der Terrier genannt, Alper? Der Terrier? Der ist der Terrier. Ein deutscher Fußballer? Ja. War das nicht der das Ohr abgebissen hat? Das ist Boxen. Das ist, ach nee, du meinst Oliver Kahn. Ah, echt? Das ist nicht der Terrier, das ist der Titan. Ja, der hat dir so in den Hals gebissen. Okay, gib den Tipp, war mal Bundestrainer. War mal Bundestrainer? Dann ja, gib einen Song über ihn. Du meinst, Das ist ja so krass, wenn ich das jetzt wüsste. Ja, ist das so? Hat auch mal im Tatort mitgespielt. Im Tatort? Betty Fuchs? Ist Betty Fuchs. Ah, okay. Betty Fuchs. Ja. Glaube ich. Ich hab's noch nicht gehört. Le Terrier hat Unleashed zum Beispiel, ist sein Debütfilm. Hast du den gesehen? Nee. Ich dachte, Transporter ist sein Debütfilm. Transporter 2 gemacht. Und der hat auch Credible Hulk gemacht. Transporter 2. Transporter 1 hat der gemacht. Der hat das Transporter-Ding überhaupt erst erfunden. Der? Dafür kennt man den. Was? Natürlich. Ihn jetzt also nicht hier so steht bei Feature Film steht Transporter 2. Der hat doch, das ist doch der Typ, der Transporter erfunden hat. Der hat das erfunden sogar? Natürlich, das ist sein Debütfilm von 2002. Warum steht der nicht bei Filmografie? Hier steht Unleashed von 2005 und Transporter 2 auch 2005. Da hat wohl jemand bei Wikipedia rumgefuscht. Ja, ich glaube auch. Sein Erzfeind. Digga. Ja, ich bin im Englischen. Der hat aber. What? Das ist doch. Aber war er Director im ersten? Oder hat er den geschrieben? Das kann sein. Er hat Regie geführt im ersten Transporter. Witzig. Wikipedia, keine Quelle. Krieg. Aber er hat Unleashed gemacht, den habe ich tatsächlich im Kino gesehen. Incredible Hulk hat er zum Beispiel gemacht. Und Fast X Part 2, der 2025 kommt, wird er auch machen. Genau. Der wird quasi dieses vielleicht Finale machen. Ja, ich habe gestern in dem Video genau erklärt, dass ich ich habe Fast X nicht gesehen, aber mich dann auch geweigert, den irgendwie in der Kritik zu behandeln, weil wir hatten einfach keine Zeit. So wie die Pressevorführung angesetzt wurde, es war einfach nicht möglich. Also wir hätten es dann irgendwie dann nächste Woche bringen können, aber das ist dann halt auch immer, wenn man dann so eine Woche zu spät ist mit der Kritik zu einem Film, ist immer irgendwie schade, wollen wir eigentlich vermeiden. Und wir wollten auch einfach sagen, so nee, also bis zu einem gewissen Punkt macht man halt alles immer gerne mit. Aber das war jetzt wirklich auch einfach. Das war so der letzte Tropfen auf dem heißen Stein für mich. Der Kritikerstreik. Der Kritikerstreik. Ja, hier wird nichts mehr kritisiert. Nee, und dann dachte ich mir einfach nur, also bevor, damit die Leute auch draußen das mal ungefähr verstehen, sodass wir da auch wirklich pisst sind. Ja. Ich weiß auch gar nicht, was ich mir von diesem Video erhofft habe. Ich dachte mir so, mindestens ist es dann vielleicht für ein paar Leute so ein kleiner Blick behind the scenes, hinter die Kulissen. Dass da jetzt auch wirklich irgendjemand drauf reagiert. In Hollywood und sagt, oh, guck mal da, hat Cinema Strikes Back ein Video gemacht, das ist mir schon klar. Aber weißt du, ich tritt ja eine Welle los und ganz viele andere Kanäle. Aber ich würde mich auch gerade überall an allen Stellen so ein bisschen. Ich würde mich halt wirklich freuen, wenn dann irgendwie die Agenturen, die ja die Filme hier in Deutschland auch vermarkten, die ja in Kontakt mit den Head Offices in den USA stehen, dass da vielleicht irgendwie so ein bisschen was passiert, eine Person, die vielleicht die richtige andere Person irgendwie und das vielleicht wenigstens bei einem Studio dann irgendwie da so ein kleines Unding gibt. Das glaube ich nicht, aber schön wär's. Ich wollte auf jeden Fall, ja, und ich dachte mir halt so, ich würde aber jetzt trotzdem gerne an dem Tag irgendwie ein Video zu Fast X machen, dann machen wir doch einfach das. Ja. Ich glaube, das könnte ganz spannend sein. Ich freue mich voll, auch das Video zu sehen, also selber, obwohl ich ja bisher nur das Skript gelesen habe, aber ich finde schon, dass das was total Wichtiges ist, weil ich glaube auch oft, dass man da nicht so durchblicken kann, einfach wie dann auch unsere Woche aussieht oder wann wir auch manchmal dann vielleicht skripten müssen, weil dann die PV einen Tag vorher ist oder sowas. Ja. Und ich glaube, jeder von uns hat da ja mal schon irgendwie vielleicht eine Abendschicht zumindest gemacht. Auch,
was das für ein Druck ist. Also zum Beispiel, als Star Wars Episode 7 rauskam, das Erwachen der Macht. Ich meine, das war ja ein Hype, den ich so noch nie erlebt habe in meinem Leben für einen Film. Das war wirklich, ich glaube, zu meinen Lebzeiten der am krassesten gehypte Film, den ich je erlebt habe. Das war 2015, das Erwachen der Macht. Als man noch nicht wusste, was Disney mit Star Wars macht. Und ich weiß noch ganz genau, wir haben wirklich diesen Pressevorführungstermin von Episode 7, Jonas und ich, wirklich entgegengefiebert, gezittert und uns so gefreut auf den Film. Gleichzeitig war der auch wahnsinnig kurzfristig und wir mussten wirklich aus dem Kinosaal raus, haben noch irgendwie was zu essen auf die Hand geholt und haben bereits über den Film gesprochen, uns dann so ein paar Notizen gemacht und dann habe ich mich da hingesetzt und eine Kritik dazu gemacht. Und Jonas hat die wirklich dann auch in kürzester Zeit durchgeballert und das Ding ging online. Aber das war halt auch für uns einfach ein großer Druck, weil wir halt genau wussten, okay, das wird eine Kritik, die wahrscheinlich auch viel geklickt wird, die viele Leute sehen wollen, viele sind sehr neugierig und so weiter und jedes Wort wird irgendwie auf die Waagschale gelegt und ich weiß noch, ich habe Teil unserer Kritiken ist ja auch so ein bisschen die Handlung bereits zu umreißen und ich wusste halt, dass gerade bei diesem Film so die Spoiler, ne, also dass man da sehr spoilerfrei bleiben sollte und ich weiß noch, ich habe mich in der Handlungserklärung auf die ersten Zeilen von dem Crawl-Text zu Beginn, diesem gelben Fließtext, habe ich mich beschränkt. Kannst du denn nur? Mein Gott. Ne? Also das war so das, was man so selbst, da verrät dir, glaube ich, das Poster mehr. Und trotzdem haben mir halt Leute vorgeworfen, ich hätte krass gespoilert. Ich glaube, das wird immer kommen. Egal, bei großen Franchises, ich glaube, da kannst du noch so spoilerfrei sein. Ja. Ich glaube, dieser Vorwurf, der kommt automatisch. Ja. Also da muss man, glaube ich, auch oft abschalten. Ja, einfach auf Durchzug schalten. Ja. Aber bei den einkommenden, darauf folgenden Star Wars Produktionen, die dann ins Kino kamen, weiß ich noch, es war immer die Pressevorführung war immer ein Tag vor Release gefühlt. Ich meine immer, der Cam wäre immer früher ins Kino gekommen, also nicht donnerstags, sondern irgendwie dienstags schon, da war irgendwie montags. Riesenpressevorführung, aber auch als Riesenevent, dass es auch so vom Feeling her geil ist, was du da im Kino hast. Und ja, es war immer schwierig, Dann stehst du auch in einer Riesenschlange an, um in diesen Film zu kommen. Ja, es ist Arbeit, weil das jetzt hier Freizeit. Anderes Feeling würde ich doch anders rangehen, aber ich finde es immer auch stressig danach. Ja, natürlich ist es auf jeden Fall. Ja. So viel zu Fast X, aber ich kann ja auch so viel sagen. Also, Lenny hat den gesehen und meinte, der Film wäre irrwitzig und geisteskrank und ultra krass und auch, glaube ich, sehr positiv auch angetan von dem Film. Er war so Guilty Pleasure, aber auf jeden Fall hat er sehr viel Spaß. Ja. Ich meine, allein wegen Jason Momoa als Antagonisten, ich muss sagen, ich finde ihn im Trailer. Wir haben schon drüber geredet, du meintest billiger Steampunker, oder? er sieht aus, als wenn er echt so, keine Ahnung, er ist einfach nur Steampunk aus dem Karnevalsladen. Aber Lenny meinte halt, mir, weil ich bin auch ein riesen Jason Momoa-Fan seit Game of Thrones eigentlich. Und ich finde, er meinte, er hat mega viel Spaß an der Rolle gehabt und ich kann mir das richtig gut vorstellen, dass das sich auf dem Bildschirm transportiert hat. Ich weiß nicht, ob ich mir die angucken werde. Ich bin auch ehrlich, ich glaube, ich werde die mir auch nicht angucken. Ich glaube, ein Film, der auch eher bei uns ein bisschen untergeht, ist eine Realverfilmung von Asterix und Obelix im Reich der Mitte. Ja. Und let's talk about it. Also, Asterix und Obelix. Ich liebe die Comics bis zu einem gewissen Punkt. Ja. Und ich liebe viele der Zeichentrickfilme. Ich auch. Die ersten drei vor allem. Ich würde sogar noch weitergehen. Noch weiter? Ja, also, es kommt halt drauf an, ob der erste Asterix-Film ist cool, hat geile Songs. Ja, genau. Asterix der Geiger mit dem Holz vom Händler. Kann ich heute auswendig, kann ich mitsingen, etc. Ja. Kein Problem. Asterix und Cleopatra. Fantastisch. Legendär, auch geile Lieder. Ja. Super geil, dieser Trip, wenn sie essen. Hast du die gesehen, Xenia? Nee, ich muss sagen, ich habe, glaube ich, nur ab und an mal so eingeschaltet im Fernsehen, aber nie so richtig. Guck dir mal großartig. Asterix Rom ist einer der besten, ist auch einer, der basiert auf keinem Comic. Ist der beste, ist meiner Meinung nach. Super geil. Also Asterix muss einfach die quasi Herakles-Aufgaben nochmal neu machen, um zu weisen, dass die geiler Götter sind. Aus welchem Jahr sind die? 60er, Ende 60er, 70er und der ist auch irgendwann. Gibt es aber auch mehrere Synchrofassungen. Ja, gibt es auch mehrere Synchrofassungen. Aber großartig. Ich liebe diesen Film. Danach kommt, ich weiß nicht, in der Reihenfolge Asterix in Großbritannien? Hinkelstein? Operation Hinkelstein? Ich weiß es gerade nicht. Ich überlege gerade. Die fand ich alle nicht mehr so ganz so geil, aber die ersten drei. Asterix in Großbritannien, Britannien heißt es, ne? Ja. Finde ich noch sehr gut. Mag ich auch sehr.
Hinkelstein ist so ultra psychedelisch, das ist ja, so der Trip, weirdeste ja. auf jeden Fall. Dann gab es Asterix in Amerika. Es war übrigens, wir haben Sieg über Cäsar noch vergessen. Ja, der ist auch okay. Der ist okay, genau. Ja. Also in und Amerika ist so, da haben sie angefangen mit Animationen zu arbeiten und so. Also ja. er fährt mit dem Schiff dann natürlich und das Ganze, die werden sie an dem Computer animieren, das sieht doof aus. Ja, hat den Charme nicht mehr und es läuft Bonnie Tyler als Soundtrack und sowas. Also ab da bin ich raus, komplett raus. Ja. Also ich finde Operation Hinkelstein ist noch für mich so der ultra weirde Abschluss dieser Asterix-Zeichentrickfilme und danach wird es für mich, danach kommt noch, also wie gesagt, in Amerika Asterix und die Wikinger. Das ist relativ neu. Genau, Asterix im Land der Götter von 2014 und Asterix und das Geheimnis des Zaubertranks von 2018. Das sind die animierten, die Zeichentrick. Okay. Asterix-Filme. Ja. Übrigens, dann zwischen Zeichentrick und Animation gibt es keinen Unterschied. Das, ist, das sind synonyme Worte. Ja. Leute immer denken, das wäre was anderes. Und habt ihr die jetzt, die alten, habt ihr die in der Kindheit geguckt? Ja. Ja. Okay. Also ich habe Asterix, erobert Rom und Kleopatra habe ich wirklich 7000 Mal in meinem Leben großartig, ich kann dir mitsprechen. Komplett. Ich, wow, okay, krass. So wirklich riesig. Aber dann also, mein Spitzname in der Kindheit war auch Asterix. Also ich glaube wegen dem A. Ach so, aber okay. Ich liebe Asterix. Ich bin auch als Karneval. Okay, also schon so eine Figuren eurer Kindheit. Ja. Ja. Und dann habt ihr aufgehört, die Filme zu mögen? Also nee, also jetzt die neueren? Also Operation Hinkelstein ist so der letzte, den ich noch mag. Weil dann wurde es irgendwie, weiß nicht, komisch, es hatte nicht mehr so einen Charme. Hat so seinen Charme verloren. Und dann kamen die Realverfilmungen. Damals noch mit Gérard Depardieu, der hat ja auch mehreren Filmen Obelix gespielt. Den habe ich, glaube ich, auch mal gesehen. Und den Asterix haben sie irgendwie in jedem Film neu besetzt und ich fand's schlimm. Und also, es gibt auch den Kleopatra-Film. Das Remake quasi. Das ist, ist schlimm. Ich hab's gesehen. So eklig irgendwie. Es fühlt sich ganz schlimm. Ich weiß nicht, der Humor ist so richtig schlecht. Ich muss sagen, ich finde auch, das verbinde ich irgendwie mit Asterix und Obelix tatsächlich. Also diese Realverfilmung mit Gérard Depardieu und irgendwie so ein bisschen komisches Humor und dann irgendwie so ein bisschen für so ältere Herren oder so, die dann da so sitzen und so sind. Es ist so ein bisschen, früher hatte Asterix ja immer so ein bisschen Kritik auch mit drin, das haben sie immer versucht, aber es ist halt inzwischen so Boomer-Kritik geworden. Ja. Es gibt so einen Asterix-Comic, der dann irgendwie, da kommen Außerirdische. Ach geil, ich weiß gar nicht, ob du diesen Comic kennst, aber der ist so ein paar Jahre schon alt. Aber Comics habe ich auch nie gelesen, muss ich dazu großartig, sagen. Trabantenstadt, großartig. Und auf einmal kommen Außerirdische und die sehen halt aus wie Manga-Figuren. Das war so die Kritik an japanischen Comics. Die sind so, alter Schwede, was war das denn? Allein, dass da Außerirdische mit reinkommen, ist so, tut schon weh. Das ist so Jumping the Shark. Und ich habe mir den Trailer angeguckt für Asterix und Obelix zum Recht der Mitte und da ist auch so ein richtig komischer Frauenwitz drin. Also so im Sinne von so ein bisschen so ein sexueller Witz oder sowas, wo ich auch so wirklich so dachte, oh Gott. Also ich glaube, ich würde mir den nicht angucken, den Film. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die Comics und sowas immer sehr feministisch waren, aber eigentlich die Frauenrollen waren eigentlich immer relativ stark da drin. Ja, okay, also das kann ich jetzt nicht beurteilen, aber ich glaube dir das. Ich meine jetzt so in dem Film jetzt, da spielen ja auch so Marion Cotillard und Vincent Cassel mit, also es ist ja schon französische Größen, würde ich sagen. Aber es ist ja eher interessant, wer nicht mitspielt, nämlich Gérard Depardieu. Und ich habe da mehr, also mich, ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber ich hasse Gérard Depardieu über alles. Wirklich. Das ist meiner Meinung nach wirklich, also dass der, meiner Meinung nach ist der Beweis dafür, dass es Cancel Culture nicht gibt, dass der Beweis ist, dass Gérard Depardieu noch Rollen kriegt. Was der Mann alles auf dem Kerbholz hat, ist wirklich unfassbar. Der soll auch genau wie ein Til Schweiger am Set ständig alkoholisiert sein. Bei ihm sagt jeder, der jemals mit ihm zusammengearbeitet hat, sagt, professionelles Arbeiten ist mit dem unmöglich. Er ist immer zu spät. Aber dann geht's ja noch weiter. Der Typ soll auf einem Flug der Air France in den Gang uriniert haben, weil er beim Start, er durfte nicht auf die Toilette gehen, dann hat er einfach in den Gang gepisst. Macht scheinbar ein erwachsener Mensch. Boah. Er ist mehrmals, zumindest so, dass es er auch erwischt worden ist, besoffen im Straßenverkehr gewesen, auf Motorrad und Roller. Er selbst behauptet sogar in der Autobiografie, als Jugendlicher Leichen ausgegraben und deren Schmuck verkauft zu haben und so Geld verdient zu haben. Das behauptet er selbst auch in seiner Autobiografie. Das ist so unfassbar. Weil ich finde, es ist auch so was, also so ein bisschen Kick the Dog, aber so nochmal mal fünf, so ein bisschen. Ja, dann es geht noch, ich bin noch nicht mal fertig, ne? Es geht ja noch weiter. Ich fand das schon krass, dass der damals nach Russland gezogen ist, um der Reichensteuer in Frankreich zu entgehen. 2015 hat er auch gesagt, dass er die Ukraine liebt, weil sie ja Teil von Russland sei. Wobei man auch dazu sagen muss, den aktuellen Angriffskrieg von Russland verteufelt auch er. Aber gerade war er auch wieder in den großen,
in den Nachrichten, weil mittlerweile 13 Frauen ihn jetzt beschuldigen, sexuell übergriffig gewesen zu sein. Und die Verfahren laufen da noch. Und also, was Gérard Depardieu alles auf dem Kerbholz hat, ist wirklich heftig. Mhm. Und der ist jetzt auch nicht in diesem neuen Film dabei. Mhm. Und das wäre für mich tatsächlich eher ein Grund, diesen neuen Asterix-Film zu gucken, einfach weil Gérard Depardieu nicht dabei ist. Ja, und, kann ich verstehen. Ja, ich finde, das ist einfach wirklich von allem, was man über ihn weiß, ist es wirklich ein, also Schauspiellegende hin oder her, die 7 Milliarden Filme, die er gemacht hat und die vielen wirklich ikonischen Rollen, die er auch verkörpert hat. Ich finde einfach, das ist wirklich so eine ganz oh, schwierig ist das falsche Wort. Ich will jetzt einfach, meine persönliche Meinung ist, dass es wirklich ein Kotzbrocken der größten Stufe ist. Aber apropos, da fällt mir ein, ich weiß gar nicht zu welchem Realfilm, hat aber irgendwann Xavier Naidoo einen Soundtrack gemacht, und zwar was richtig ekelhaft Kitschiges. So, es ist sie sieht mich einfach nicht. So ein Film ist das Ding mit Til Schweiger und Gérard Depardieu, wo dann Xavier Naidoo einen Soundtrack zu macht. Ja. Ja. Oh Gott, ich glaube, Gérard Depardieu ist immer so als französisches, keine Ahnung, Nationalheiligtum, so, boah, der Schauspieler, den auch überall auf der Welt kennt man, den Blabla, dass der einfach. Aber tatsächlich ist er bei mir, also natürlich auch seine Rollen, wegen denen man ihn auch kennt und so, auch dieser Film hier, der, wo er so diesen mit der großen Nase spielt. Wie heißt der nochmal? Den habe ich letztens erst noch gesehen. Nee, da spielt er dieses typische. Das ist auch so eine archetypische Geschichte von wegen so, dass er sich so als jemand anderes aus, also er bezahlt jemanden oder sowas, der sich für ihn ausgibt, weil er so eine große Nase hat. So dieses Verwechslungsspiel. Ah, Cyrano von Bergerac. Genau. Ach, der, das war wirklich Cyrano, ein Cyrano, da hat er auch mal mitgespielt, genau. Und was ich aber sagen wollte, ist, dass ich ihn eher dann da mit seinen Skandalen der letzten Jahre, also auch mit dieser russischen eine Oligarchensache da bei ihm und sowas, und dass ich da ihn eher so auf dem Schirm hatte. Ich, er hatte einen Film, Bogus heißt der, der, glaube ich, da erscheint er quasi so als Wesen für so einen jungen, boah, das ist ewig, als ich gesehen habe, den Film, der war ganz gut. Mhm. Dann gibt es noch Die Maschine, das ist quasi Face-Off aus Frankreich. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß nicht, ob es gerade eine TV-Fassung TV-Film nur war, also es geht darum, dass ein Mensch eine Maschine kreiert und damit quasi das Bewusstsein mit Menschen tauschen kann, und er tauscht das mit einem, er ist Arzt mit einem Psychiatrieinsassen, und dann tauschen die Körper und der übernimmt sein Leben quasi, also Face-Off, ein bisschen anders. Ja. Den fand ich immer ganz cool, nicht? Den gibt es in der französischen Originalfassung auf Amazon zu sehen mit deutschen Untertiteln. Schön. Man muss aber auch noch dazu sagen, dass in dem neuen Asterix-Film ja auch noch eine ganz andere Persönlichkeit mitspielt, die auch illuster ist, nenne ich es. Ibrahimovic spielt Antivirus. Darf man ja auch nicht vergessen. Und ich finde halt auch diesen Ibrahimovic-Gag schon lange ausgelutscht. Und ich finde auch, dass. What year is it? Zum einen 23. 50 nach Christus. Und ich finde halt auch vieles, was Ibrahimovic so sonst ganz im Ernst sagt, auch teilweise, also teile ich nicht und finde ich auch teilweise ganz schwierig. Der neue, der. Bitte? Das ist der neue Gérard Depardieu, und der ist auch so komplett drüber, der Typ, oder? Ich weiß es nicht. Also ja, Ibrahimovic ist halt auch kein Schauspieler. Also das ist, wäre interessant, mal rauszufinden, ob er nicht doch vielleicht irgendwie schauspielen kann, aber ich finde es halt auch einfach nicht, ich bin da so raus. Das ist nicht mein Humor, das ist nicht meins. Also ich habe auch gedacht, ich weiß nicht, wer in den Film geht, weil ich finde auch für Kinder ist das, glaube ich, auch nicht unbedingt was. Ich weiß es nicht. Also zumindest wirkte der Trailer nicht so. Da sage ich dann lieber doch noch mal Asterix und Kleopatra und Asterix erobert Rom gucken. Ja, definitiv. Oder Fast X. Oder Fast X. Mit deinen 12-jährigen Jungs. Oder The Desert. Guck mal, The Desert ist eine neue, das startet auf Apple TV. Und da geht es um eine Drogensüchtige, oder beziehungsweise die da raus möchte natürlich, die zieht in eine kleine Wüstenstadt, Yucca Valley, und möchte da einen Neuanfang starten und Privatdetektivin werden. Mhm. Den Trailer gesehen. Die Trovatos in Kalifornien. Ich habe den Trailer gesehen. Ich fand das irgendwie, sah ganz cool aus, tatsächlich. Ist ein bisschen Comedy, ein bisschen düster als das. Ja. Spielt die Hauptrolle. Ja. Habe ich irgendwie Bock drauf, tatsächlich. Ja. Ist es, aber heißt es, kann es sein, dass es High Desert heißt und nicht The Desert? Das heißt auf Deutsch The Desert und auf Englisch High Desert. Ah, okay. Warum auch immer, man weiß es nicht. Damit es kompliziert ist, ist eine Serie. Mhm. Achteilig. Achteilig. Genau. Und sieht auf jeden Fall spannend aus. Was ist heute für ein Tag?
ist am Mittwoch, also heute, wenn wir es aufzeichnen, also vor zwei Tagen, wenn ihr es hört, gestartet. Aber da fällt mir auch ein, wo wir gerade bei Apple TV Plus sind, wir haben auch noch, glaube ich, in den letzten Wochen irgendwie versäumt, über Silo zu sprechen, ne? Stimmt. Wahrscheinlich, weil Jonas gerade auch weg ist. Wir haben drüber gequatscht, ja. Kürzlich in einem Podcast. Mhm. Jonas ist ja Riesenfan der Bücher, auch schon bevor die Serie rauskam. Mhm. Da habt ihr mir noch erklärt, was ein Silo ist. Du wusstest nicht, was ein Silo ist. Ja. So krass, du wusstest nicht, was ein Silo ist. Also ich wusste, das Wort Silo hat mir nicht gesagt, und dann habt ihr gesagt, so eine zylinderartiges Ding, wo man reingehen kann. Ein Aufbewahrungsgebäude. Ja, reingehen tut man ja eher nicht eigentlich normalerweise. Man darf nicht in so ein Silo reinspringen, wenn da fast Korn ist. Du kannst tatsächlich einfach sterben. Also. Das stimmt, ja. Mhm. Wenn du untergehst. Okay. Wichtige Info habt ihr mir vorenthalten. Nee, bitte nicht ins Silo springen. Ja. Gerne auch den Film Der Zeuge mit Harrison Ford gucken. Da spielt auch ein Silo mit Getreide eine Rolle. Da passiert nämlich genau das, was du sagst. So ein 90s-Ding, ne? Ja, ja. Diese Harrison Ford-90s-Dinge. Das ist da, wo der unter den, wo ein Junge einen Mordfall mitbekommt und dann bei den Amish untertaucht. Ist das ein Grish? Wie heißt der? Kann sein, John Grisham? Grisham übrigens, die Akte, die Firma. Ja, ja, kann sein, Zeuge, das weiß ich nicht. Ja, weiß ich nicht, bestimmt. Aber der ist, der ist sehr gut, der Film, ich mag es sehr. Das Nomen. Ja, und hast du denn Silo geguckt? Nee, eben nicht. Ich habe Silo noch nicht geguckt, aber es erscheint ja auch wöchentlich. Ich überlege auch, ob ich warte, bis es mal komplett durch ist, dass ich es bingen kann. Es soll verdammt gut sein. Es spielt ja in einer dystopischen Welt, die angeblich irgendwie in einem Silo ist. Ja, die Leute leben in so einem, es ist kein Getreidesilo, aber halt in einem zylinderartiges Gebilde und da ist ihre Gesellschaft drin mit all ihren Regeln, Ordnungen und weirden Dingen. Genau. Und ich meine, die Schauspielerin von Lady Jessica spielt ja die Hauptrolle. Rebecca Ferguson. Rebecca Ferguson. Ja, deswegen, ich bin da sehr gespannt. Aber ich kann auch dazu sagen, ich stecke gerade 5 Folgen oder 6 Folgen in Beef. Ah, cool. Ich habe das endlich angefangen. Ich wollte das wirklich schon seit langer Zeit gucken, weil es ja auch so krass gehypt wird, weil es eine A24-Produktion ist, weil Steven Yeun mitspielt, den ich halt sehr mag. Wobei ich auch sagen muss, ich finde halt auch sie. Ellie Wong, genau. Das ist ja eine Comedian, genau, die zweite Hauptrolle spielt. Also ich finde die Serie großartig. Ich auch bisher, ja. Okay, sehr cool. Also ich finde auch an dich, Marius. Die lacht mich die ganze Zeit schon an. Okay, gut, guck sie auf jeden Fall. Also ist eine Netflix-Serie. Succession oder Beef? Beides. Okay. Das ist die Antwort. Beef ist eine Netflix-Serie, die 10 Folgen hat und dreht sich einfach nur um 2 sehr frustrierte Menschen, die an einem schicksalshaften Tag auf einem Parkplatz vor einem Supermarkt aufeinandertreffen und fast einen Unfall bauen mit dem Auto und dann will die eine aber ihre Schuld nicht einsehen, beziehungsweise eher nicht seine und dann entsteht so eine persönliche Fehde, so eine Vendetta, die, weil die beiden eben frustriert sind, einfach immer größere Ausmaße annimmt und dann auch komplett das Leben von den beiden vergiftet, würde ich mal so grob zusammenfassen. Ist gut zusammengefasst. Ja. Ich finde auch, die beiden ähneln sich, obwohl sie sehr unterschiedlich sind auf dem ersten Anschein, weil er ist halt eher mehr in so einer prekären so Wohnsituation und er irgendwie verspielt sein Geld mit Bitcoins und sie ist so eine erfolgreiche Unternehmerin. Der Legalität ständig. Ja. Eben, und hat dann eher so dieses, weiß ich nicht, so akademische oder beziehungsweise so erfolgreiche junge Unternehmerin, die da millionenschwer ist und ihre Firma verkaufen möchte. Und genau, ich finde dieses Zusammenspiel zwischen diesen beiden Figuren, die so sehr unterschiedlich sind, aber dann beide diese innere Wut haben, ich glaube auch aus ähnlichen Gründen vielleicht. Ja, ja, total. Weil sie diesen Druck und diese Leistungen in dieser Gesellschaft irgendwie spüren. Also das finde ich so gut. Ich finde diese beiden Figuren halt auch wahnsinnig gut gespielt und gleichzeitig finde ich es auch unheimlich kreativ, weil diese Serie immer wieder schafft, so sämtlichen Nebenfiguren auch immer wieder so eine Schicht hinzuzufügen und das also viele interessante Storylines findet, da wo man sie eventuell nicht erwartet hätte. Absolut. Dann geht es plötzlich um die Mutter von ihrem Mann und so eine Figur, die sonst eigentlich eher nur so als eindimensionale, nervige Figur am Rande irgendwie erschienen ist in den ersten Folgen und plötzlich entwickelt die so eine eigene Dynamik und so komplett. Also es ist wirklich eine sehr durchdachte, sehr kluge Serie, finde ich. Absolut, ich finde auch so sehr rasant erzählt. Ja, also ich konnte die auch richtig schnell so durchgucken und ich war auch bei jeder Folge war ich so gespannt auf die nächste, das hatte ich auch lange nicht mehr. Ja. Und es wird auch immer besser. Und ich finde sie auch unheimlich witzig. Ja. Also das kommt noch einfach so, ne, als wäre das schon alles nicht gut genug, ist sie halt obendrein auch noch in ihren witzigen Momenten wahnsinnig witzig. Mhm. Ja. Wo gibt's die? Netflix. Das ist echt eine der besten Serien, die ich auf Netflix geguckt habe. Stimme ich zu, bisher. Ist auch für mich wirklich eine absolute Highlight-Serie. Wie gesagt, ich bin noch nicht durch. Ich bin gerade noch bei Folge 6, glaube ich. Ich bin mir aber gerade nicht sicher. Okay.
Sehr sehenswert. Ja. Ich hoffe, es wird auch gegen. Hast du bist schon durch? Ja, ja, also ich hatte die schon vor so ein paar Wochen oder so durchgebinged. Ich bin spät dran, ich weiß. Ja. Alles gut. Ich meine, Belenny hatte da ja auch schon eine Kurzkritik zu gemacht, aber ich habe das auch immer wieder mal in den Kommentaren gelesen, dass das viele auch aus der Community, glaube ich, auch sehr, sehr feiern, die Serie, und ich finde berechtigt. Ja. Berechtigterweise, ja. Frage: Mit wem hättest du lieber Beef? Til Schweiger oder Gérard Depardieu? Ich glaube, mit keinem von beiden tatsächlich. Ich mit Til Schweiger, weil dann würde ich ihn wenigstens verstehen, wenn er Deutsch spricht. Ja. Also, wobei Til Schweiger versteht man auch nicht immer. Nee, ich glaube, ich hätte auch Angst vor beiden. Also ich glaube, die trinken auch alle sehr viel. Also ich will das jetzt nicht sagen, aber. Ich glaube, die beiden würden sich wiederum untereinander gut verstehen. Vielleicht, ja. Mit wem hättest du lieber Beef? Mit Steven Yeun oder mit, wie hieß sie? Ellie Wong. Ellie Wong. Ja. Ja. Ich glaube, mit Steven Yeun, weil ich finde seine Figur auch sympathischer als ihre so ein bisschen. Einfach nur wegen der, glaube ich, auch wegen der Klasse, in der er sich bewegt. Also ich finde so ein bisschen, dass sie ist so sehr unnahbar in dieser in diesem kalten, weiß ich nicht, glatt gebügelten Haushalt. Man muss ja auch dazu sagen, also ich habe mal irgendwann gelesen, dass so ein Geheimnis des Schreibens ist, eigentlich immer die Figuren auch immer wieder in interessante Orte zu schieben und so weiter. Und sie bewegt sich einfach in so super krass reichen Kreisen mit sehr extravaganten Menschen. Und du wirst halt wirklich in dieser Welt immer wieder in so Orte geworfen, die du so vielleicht nicht auf dem Zettel hast. Und teilweise die Sets sind atemberaubend teilweise. Was man da teilweise sieht und sehr glaubwürdig so was verschiedene Figuren angeht, und die sehr reich sind. Und ich mag auch den Soundtrack und gemeinsam Zusammenspiel mit dem Intro oder beziehungsweise der Title Card für jede Folge, die ist auch stark. So, das ist wirklich sehr, sehr stark. Also ich finde, da hatte die Serie mich von auf Anhieb, weil das auch wirklich mal was anderes ist. Also es schreit auch ein bisschen nach A24, weil es ist so dieses künstlerische Avantgarde-Ding, was dann da auch noch mit einfließt, aber I like very much. Sehr empfehlenswert. Sehr empfehlenswert. Genauso übrigens auch, ich stecke Hals über Kopf in Jedi Survivor, dem Star Wars-Spiel. Bin auch noch nicht durch. Es ist zwar nicht sehr lang, aber ich bin auch relativ weit, glaube ich, und bin bisher auch sehr angetan von dem Spiel. Genauso sehr wie von Fallen Order, wobei ich Fallen Order noch einen Ticken besser fand. Aber Jedi Survivor macht wirklich auch großen Spaß. Muss man da auch wieder die ganze Zeit zu den Orten zurückkehren? Ja. Ist das auch so? Das fand ich ein bisschen. Ich bin auch, ich merke auch, muss ich ganz ehrlich sein, dass ich irgendwie älter werde und auch in Videospielen öfter mal lost bin. Ich bin in Jedi Survivor wirklich oft lost. Krass. So, wo muss ich jetzt hin? Und das ist aber auch ein bisschen, glaube ich, auch der Reiz des Spiels, weil du, weil da nicht immer genau, es ist nicht so, es ist das Gegenteil von Schlauch, also es ist sehr Open World, nicht sehr Open World, aber schon ein bisschen Open Worldiger als Fallen Order. Aber also so wie es aussieht und die Geschichten, die da teilweise erzählt werden, die Hohe Republik spielt da eine große Rolle in der Handlung, was halt auch sehr viel Spaß macht. Ich mag's. Cool. Ja. Zwei Empfehlungen am Ende. Ja. Okay. Ich habe noch, wo wir vorhin beim Thema Filmförderung sind, ich habe einen deutschen Film gesehen und zwar heißt der Piaf und Alpadu als Reiter. Kannst du bestimmt sagen, was ein Piaf ist. Ich weiß gar nicht, ob ich es überhaupt richtig ausspreche. Piaffe geschrieben. Pi und dann Piaffe, Affe. Genau. Die Kreiszahl und dann das. Das ist ein französischer Begriff, oder? Ja, ja, es kommt aus dem Französischen. Ist das das französische Wort für Steigbügel? Ist es ich? Ist es was? Nein, keine Ahnung. Das ist jetzt mit sehr, sehr viel Selbstbewusstsein. Pferden im Stand rennen? Ja. Es ist eine Gangart beim Pferd, es ist trabartig auf der Stelle. Ah, okay. Geil! Genau. Richtig gesagt. So sehr heißt der Film. Es geht um Eva und die Eva aus der Bibel? Nee, die nicht. Okay. Eine andere. Die muss den Job ihrer Schwester übernehmen und die ist Geräuschemacherin. Beim Film? Nee, für einen Werbefilm in dem Falle. Okay. Und da geht es darum, eine Szene mit einem Pferd, das auf der Stelle halt in dieser Piaffe ist, muss sie vertonen. Und sie ist ein bisschen introvertiert, ein bisschen zurückhaltend, hat das natürlich noch nie gemacht und liefert dann so ihr erstes Ergebnis ab. Also man sieht sie, wie sie im Soundstudio steht und mit auf dem Boden rumklappt und die ganzen Instrumenten, die da so sind, zum Sound machen. Und der Regisseur ist richtig, richtig sauer und sagt, nee, mach das nochmal, geh raus in die Natur, lern Pferde kennen. Und sie geht dann zu diesem Pferd, was die Szene gedreht wird und Was einfach zu irgendeinem Pferd. Nein, sie geht quasi in den Reitstall, so, wo dieses Pferd ist, ne? Und es wird ein bisschen, es wird also absurd ein bisschen. Also es ist ein künstlerischer Film. Und zwar groteske ist es witzig? Witzig ist es nicht, es ist ein bisschen grotesk. Sie arbeitet auch, das wird dir vor allem sehr gefallen. Sie arbeitet in einem Museum oder sowas, wo es ein Kaiserpanorama gibt. Ach, schön.
Das ist, cool. Man guckt, wie in so dem Museum? Kaiserpanorama ist ja doch eigentlich ein großes Gebäude. Ja, selbst. Also man sieht, sie arbeitet in einem Kaiserpanorama quasi. Sie kassiert da quasi, also man setzt sich quasi vor so eine große Trommel. Okay. Ist das? Und man guckt durch so zwei Gucklöcher durch und dann laufen da so Bilder durch. In dem Fall ist es Farn. Da läuft ein Film wie Farn, die Pflanze. Ach so, Farn. Farne. Ja. Und da kommt immer ein Botaniker, der sich das anguckt und dann Notizen macht und die entwickeln so eine ganz weirde. Sorry, ich habe Kaiserpanorama verwechselt mit Panorama. Also es gibt Panoramen, wo man sich genau reingeht, wo man reinsitzt und das ist riesig und es dreht sich um dich herum. Also es gibt auch Kaiserpanorama, ist das, wo du halt von außen reinguckst. Genau, so ein bisschen Stereoskopie. Okay. Guckst rein und guckst die Bilder an oder Bewegtbild und dann läuft das so durch. Und mehrere Leute können dann gucken, Vorläufer-Kino so ein bisschen. Und genau, und was das Witzige oder das Groteske, was jetzt passiert ist, und das ist Kafkaesque in dem Film, der guten Eva wächst ein Pferdeschweif. Ach Gott. Ja, erst so, das ist so knochenartig aus ihrem. Da habe ich im Trailer so Röntgenbilder gesehen, wie das so langsam so Röntgen und dann, und sie klingt eigentlich ganz wird cool. Weiter zu, also sie verhält sich ja noch pferdeartiger, weil sie halt diese Verbindung mit diesem Pferd und sowas hat. Also wie und so, dann, so Body Horror so ein bisschen. Ja, so ein bisschen und ich meine, ich frage mal das, was alle fragen: What the fuck ist dieser Film? Ja, aber es wird nicht halt, es wird jetzt nicht so David Cronenberg oder David Lynchig in dem Film. Also es spielt irgendwie es spielt kaum so eine Rolle. Dann kommt ja dieser Botaniker. Der diesen Kaiserpanorama immer sich die Sachen anguckt und auch ein komischer Weirdo ist. Und der Schauspieler hat übrigens in Manta der Film, nicht in Manta der Film, die Hauptrolle in den 90ern gespielt. Geil. So, irgendwo kenne ich den Typ. Und sie gehen ist das ein deutscher Film? Ja, und sie gehen eine seltsame Beziehung ein. Sie geht dann zu ihm, sagt, ich liebe sie und er nimmt sie mit in sein Büro, fesselt sie und führt ihr eine Rose in den Hals ein. Also komplett mit Dorn, so bis zum Anschlag. Und es ist eine ganz weirde Sexbeziehung der beiden. Und es geht um ihre Weiterentwicklung. Also es ist ein künstlerischer Film. Okay, aber also, fandest du den Film gut? Ich kann ihn nicht bewerten, muss ich ganz ehrlich sagen, weil er ist sehr künstlerisch, er hat tolle Bilder, er ist auch in so einem HR so ein ist sehr filmisch, es gibt viel Filmkorn, es gibt viele Filmfehler. Man sieht, der Film hat halt auch so eine runde Ecken quasi. Ich glaube, es ist 16mm Film, bin mir nicht ganz sicher. Es ist interessant, sich anzugucken. Es ist kein Film für mal eben zwischendurch. Sieht auch so ein bisschen wie so ein Kommentar zur Filmkunst selbst. Ja, er ist ein bisschen queer halt. Es geht ein bisschen um Queerness, weil Evas Schwester wird auch von einer queeren Person gespielt. Da habe ich mir halt so die Frage gestellt, als jemand jetzt nicht so involviert ist, ist das jetzt einfach, wir casten jetzt eine Person, die queer ist und es ist einfach so gegeben? Oder ist die Person wirklich queer, weil sie sitzt halt in der Nervenheilanstalt und man weiß nicht, ist das jetzt hier alles so Transformation und sowas? Man kann sehr viel interpretieren in diesem Film. Ja. Aber das klingt ja eigentlich ganz geil. Und ich meine auch mal was anderes. Aber warum? Weil ihre Schwester krank ist, übernimmt sie ihren Job? Genau. Sie muss quasi diesen Job für sie fortführen. So, sie hat einen Nervenzusammenbruch gehabt, die Schwester, und sagt, ey, mach meinen Job. Und keine Geschwister. Macht man das so unter Geschwistern? Weiß ich nicht. Weil man so Sound, da siehst du ein bisschen Lost und sowas. Also Leute, in der nächsten Woche sitzt mein Bruder hier übrigens. Es wird nicht so oder viel gesprochen Wenn deine Schwester irgendwie Chirurgin ist oder sowas. Ja. Ah, sie ist erkältet. Wir müssen ihre Schwester. Liegt mir im Blut. Die Marketing-Expertin müssen wir ranholen. Es hat halt was für Leute, die sich halt mit Filmen auseinandersetzen. Ja. Weil gesagt, du siehst ein Kaiserpanorama. Nein. Du siehst ein Kaiserpanorama. Du siehst, wie Leute Geräusche machen für Filme und wie sich das auch entwickelt. Du siehst ihre erste Version, die ist total kacke und wie es dann immer besser wird und wie die Geräusche gemacht werden. Das ist schon was für die Ohren halt auch. Und auch was für Pferdemädchen wahrscheinlich. Pferdemädchen ist auch ein bisschen was, obwohl dieses Pferd, ich weiß nicht, ob das dem Pferd so gut geht in dem Film. Hier und da. Aber es ist halt wirklich so ein typisch deutscher Kunstfilm. Er hätte auch aus den 70ern oder 80ern sein können. Ist auf jeden Fall hier als Drama und Thriller einnotiert. Regie führt An Ohren. Ist seit dem 4. Mai in den deutschen Kinos zu sehen. Apropos Kunst, auch unsere Podcasts sind Kunst. Das heißt, hier wollte ich nochmal kurz aufrufen, für den Podcastpreis abzustimmen, also für uns abzustimmen beim Podcastpreis. Unbedingt. Und es ist nur ein Klick. Genau, Link findet ihr in der Videobeschreibung. Oder in den Shownotes. Genau. Und in den Shownotes. Folgt uns auf Spotify und gebt uns auch da eine gute Bewertung, wenn ihr Bock habt. Das hilft uns natürlich sehr. Und ihr könnt nämlich dann auch Funk die Frage auschecken. Hier, da hinten. Oder ihr checkt mal mein Special aus von
Genau, Dienstag über Daddy Issues und Pedro Pascal. Das hat sehr viel Spaß gemacht zum Film und da taucht auch Alpa als Patriarch auf. Oh, stimmt, ja, das war schön. Das hat Spaß gemacht. Gut, dann danke fürs Zuhören. Okay, ciao.